öffne ich die Aussprache. Das Wort hat Karin Mark, CDU/CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 80% der Bürgerinnen und Bürger stehen der Organspende positiv gegenüber. Und dennoch sind die Spendenzahlen 2017 auf einen Tiefpunkt von 797 Organen gesunken. Gleichzeitig hat wiederum die Zahl der Bürgerinnen und Bürger, die einen Organspendeausweis besitzen, nach einer Befragung unserer Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zugenommen, von 17% 2008 auf 36% immerhin 2018. Warum ist es nun so? Forscher des Universitätsklinikums in Schleswig-Holstein haben auf der Suche nach Gründen eine Studie erstellt und Behandlungsfälle ausgewertet. Und ganz kurz, die mangelnde Spendenbereitschaft ist nicht das Hauptproblem. Der Schlüssel liegt vor allem in den Kliniken, denen oft Zeit und Geld fehlt, Organspender zu identifizieren. Und genau deswegen ist es für mich so wichtig, dass wir uns zuerst auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Organspende und die Behebung der strukturellen Defizite konzentrieren und mit unserem Gesetz für die bessere Zusammenarbeit und bessere Strukturen bei der Organspende machen wir die Kliniken fit für eine bessere Zukunft. Um was geht es nun? Wir werden die Stellung zum Beispiel der Transplantationsbeauftragten stärken. Potenzielle Spender werden so besser identifiziert. Leistungsgerechte Bezahlung der Entnahmekrankenhäuser und vor allem auch eine flächendeckende neurochirurgische und neurologische konsiliarärztliche Rufbereitschaft dafür, dass auch Patienten, die in kleinen Krankenhäusern versterben, erstmals überhaupt als Spender identifiziert werden. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gilt nun, die positive Einstellung unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger zur Organspende, aber auch vor allem zu stärken. Das Ziel muss es nun sein, Menschen verstärkt zur freiwilligen Spende zu motivieren. Und da müssen wir aus meiner Sicht vor allem die Aufklärung verbessern. Dazu gehört eine regelmäßige Information, die zur Organspende ermutigt, in hohem Maße geeignet dafür, meines Erachtens, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die Organspenden- und Transplantationsmedizin müssen verstärkt Thema in der ärztlichen Aus- und Weiterbildung sein. In der Folge wäre eine Beratung über die Organspende durch Haus- und Fachärzte für mich sicher wünschenswert. Ich bin auch davon überzeugt, dass die stets widerrufliche Hinterlegung der Spendenbereitschaft in einem gesicherten Register einer Datenbank mehr Sicherheit für alle Beteiligten bietet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eins ist mir aber ganz wichtig. Wir müssen die Organspende als eine bewusste und freiwillige Entscheidung beibehalten, die weder erzwungen werden darf noch von der Gesellschaft erwartet werden kann. Ich will nicht, dass das Selbstbestimmungsrecht des Menschen auf ein nachträgliches Veto reduziert wird. Eine Widerspruchslösung, die davon ausgeht, dass einem Menschen Organe entnommen werden dürfen, wenn er nicht ausdrücklich widersprochen hat, führt meines Erachtens in die falsche Richtung. Ein solcher Vorschlag ist jedenfalls für mich nicht mit dem Selbstbestimmungsrecht des Menschen sowie mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit vereinbar. Und genau deshalb setze ich mich dafür ein, dass wir die jetzige Zustimmungslösung beibehalten. Der freiheitliche Staat darf meines Erachtens auch keine Entscheidungspflichten schaffen. Eine Widerspruchslösung würde dies zwangsläufig nach sich ziehen. Statt Unentschiedenheit als eine Freigabe der eigenen Organe zu bewerten, wäre es besser, eine stets widerrufliche Entscheidung in einer Datenbank zu speichern. Frau Kollegin Mark, die 4 Minuten sind vorüber. Vielen Dank. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Axel Gerke, AfD. Und Axel Gerke ist gesundheitspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion und der Bundestagspräsident weist noch mal auf die Zeit hin. 4 Minuten mehr hat hier heute keiner. Dankeschön, Herr Präsident. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese heutige Debatte reißt alte Wunden auf.
Durch die geplante Einführung der Widerspruchslösung wird die Organspende zur staatlich sanktionierten Organentnahme. Die Widerspruchslösung verbessert nur scheinbar die Situation der Lebenden, aber erhöht das Leid der Trauernden. In der gesamten Organspendedebatte gibt es zwei Seiten, eine helle und eine dunkle. Über die helle Seite wird hier sicher ausgiebig gesprochen werden. Es ist die Seite, die auf die inzwischen 12.000 Menschen abhebt, die dringend auf ein Spenderorgan warten. Wir alle kennen die Bilder von den Kindern, die nach einer Transplantation wieder fröhlich in die Kamera lachen. Es ist beglückend, auf dieser hellen Seite zu stehen und als Operateur, Kliniker oder Pharmazeut am Erfolg dieser medizinischen Meisterleistungen mittelbar oder unmittelbar beteiligt zu sein. Großartig, dass es diese Möglichkeiten gibt, und hoffentlich schreitet der medizinische Fortschritt weiter voran. Demgegenüber steht die dunkle Seite, und ich bin gespannt, wie häufig diese heute im Plenum angesprochen wird. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass, wenn wir die Widerspruchslösung einführen, der Staat dem Bürger dann auch die im neuen Gesetz geforderten umfassende Aufklärung auch wirklich umfassend schuldet, weil der besorgte Bürger das nachfragen wird. Was gehört zu einer umfassenden Aufklärung? Es ist nicht die Hirntoddebatte, wie sie im Internet läuft. Als langjährig auf Intensivstationen tätiger Arzt kann ich versichern, dass eine Patientin oder ein Patient mit einer lang anhaltenden Nulllinie in den Gehirnströmen niemals, wirklich niemals eine Chance hat, weiterzuleben. Alle Schauermärchen ausnahmslos hielten einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht statt. Diese Menschen sind Sterbende, die nur durch Apparate noch am Leben gehalten werden. Nach Ausschalten tritt unweigerlich und in kurzem zeitlichen Abstand der Tod ein. Aber hier beginnt die Grauzone, die den Menschen zu Recht Sorge macht, nämlich die Organentnahme. Ich zitiere eine betroffene Mutter aus dem Internet. Wir dachten, der stirbt jetzt und dann entnehmen sie die Organe. Dass das im Sterben passiert, war uns ja gar nicht bewusst. Warum haben wir nicht gefragt, was genau passiert denn da, bevor wir eingewilligt haben? Bei einer Widerspruchslösung wird nicht einmal das mehr möglich sein. Und deswegen wird die Widerspruchslösung meiner Meinung nach eher zu noch weniger Organspenden führen als bei der derzeitigen Entscheidungslösung, bei der sich Menschen individuell und häufig über einen längeren Zeitraum genau informiert haben und in voller Kenntnis sagen, jawohl, ich möchte anderen Menschen helfen und über meinen Tod hinaus der Menschheit nützlich sein. Ich stelle meine Organe aus selbstlosen Motiven zur Verfügung. Eine bewundernswerte Haltung, die nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Ob das umgekehrt bei der Widerspruchslösung mit gleicher positiver Grundhaltung geschehen wird, bezweifle ich. Es gibt nicht zu wenig Spender. 70%, 80% wurde eben gesagt, ich kenne 70% der Befragten, äußerten sich positiv zur Organspende. Es sind die Mängel an der Organisation und Mängel an der Betreuung und nicht an der Methode der Auswahl, wenn wir zu wenig Spender haben. Das hat ja im Übrigen auch die Delegationsreise des Gesundheitsausschusses gezeigt, worüber heute sicher noch berichtet wird. Die Widerspruchslösung dagegen ist voller Baustellen. Vor allem wird sie sich nie aus dem Verdacht der Begehrlichkeiten Dritter befreien können. Und das beginnt schon bei sogenannten organprotektiven Maßnahmen, also Maßnahmen, die beim Sterbenden ergriffen werden, um die transplantierten Organe zu schützen. Wer hat mehr Rechte, der zukünftige Empfänger oder der Sterbende? Wie steht es mit Verfügungserklärungen vieler Menschen, das Leben nicht unnötig zu verlängern, das heißt die Geräte abzuschalten, auch wenn der Hirntod noch nicht eingetreten ist? Herr Kollege Gericke, auch Ihre ich komme zum Schluss. Ist leider abgelaufen. Ist Einsatz. Abgelaufen. Dann bedanke ich mich sehr herzlich. Axel Gericke für die AfD-Fraktion. Viele Jahre als Arzt gearbeitet, unter anderem als Kardiologe. Jetzt spricht Karl Lauterbach, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal, worum geht es hier? Über 10.000 Menschen warten in Deutschland auf ein Organ. Und sie warten zum Teil in Angesicht des Todes. Es sind auch viele Kinder betroffen. Ich weiß, dass es heute noch oft gesagt wird, aber ich bin jemand, der tatsächlich damit auch Erfahrung hat. Ich habe mal über Jahre hinweg eine Studie geleitet mit über 15.000 Menschen, die dialysepflichtig waren für das Kuratorium für Heimdialyse. Da habe ich mit vielen Menschen gesprochen, die auf ein Organ warten. Der Dialysepatient
weiß, dass er auf der Warteliste sterben kann. Jeder Fünfte, der in Deutschland auf der Warteliste unterwegs ist, stirbt, während er wartet. Es sterben auch viele Kinder, während sie warten. Das ist unnötiges Leid. Jeder, der die Dialyse bekommt, weiß, dass er darüber hinaus auch gesundheitliche Schäden bekommt. Viele Jahre Dialyse, ein deutlich erhöhtes Demenzrisiko. Viele Jahre Dialyse, die Gefäße werden beschädigt. Das wissen Dialysepatienten. Somit geht es nicht nur darum, Tod zu verhindern, der verhinderbar wäre, sondern es geht auch darum, verhinderbares Leid zu verhindern. Und das können wir aus meiner Sicht mit der Widerspruchslösung tun, wie es die meisten europäischen Länder getan haben. Selbstverständlich brauchen wir eine deutlich verbesserte Organisation der Organspende. Und ich habe mich selbst im Koalitionsvertrag dafür eingesetzt. Dafür habe ich gekämpft und ich bin dankbar, dass Minister Spahn das jetzt umsetzt. Das ist unbedingt notwendig. Das wird aber alleine nicht reichen, weil Länder wie Spanien, Frankreich, England, Italien haben 3 bis 4-mal so viele Organspenden auf 1 Million Bevölkerung, als wir das haben. Somit, wir werden mit der Verbesserung der Logistik etwas hinbekommen. Das wird aber niemals reichen, um in Deutschland die Not, die zunimmt, die Warteliste wird ja länger, es wird ja mehr ältere Menschen geben und weniger potenzielle Spender, die Not wird zunehmen. Daher müssen wir aus meiner Sicht das Optimum erreichen. Das sage ich als Arzt wie als Politiker. Wir müssen uns mit dem, was wir schaffen können, auseinandersetzen. Die Widerspruchslösung, sie ist auch ethisch richtig. Es ist nicht, Frau Mark, ich schätze sonst Ihre Einlassungen sehr, aber es geht nicht darum, dass hier jemand zur Organspende gezwungen werden soll, sondern es geht darum, dass ich dafür sorgen soll, dass jeder sich damit beschäftigt. Jeder soll sich damit beschäftigen. Das ist in der Tradition von Immanuel Kant, der vereinfacht ausgedrückt gesagt hat, dass die Maxime meines eigenen Handelns die Grundlage eines allgemeinen Gesetzes werden könnte. Was ist denn die Maxime eines jeden, der ein Organ dann benötigt? Er erwartet, dass er dann auch ein Organ bekommen kann. Und dann muss er umgekehrt zumindest auch bereit gewesen sein, sich einmal mit der Frage zu beschäftigen. Beschäftigen. Es geht nicht um die Zustimmung. Auch jeder, das ist ein Element der Selbstbestimmung. Und jeder, der sich dann dagegen entschieden hat, ist trotzdem weiter Empfänger, bekommt keine Nachteile. Ich will nur, dass man sich damit beschäftigt. Das ist aus meiner Sicht auch jetzt einfach zugespitzt gesagt nicht zu viel verlangt. Denn jeder, der erlebt, dass das eigene Kind ein Organ also benötigt, der verlangt das auch von anderen. Der wünscht sich zum Teil auch, dass er selbst sich damit mehr beschäftigt hätte. Die meisten, die ein Organ benötigen, bedauern es, dass sie sich selbst damit nie beschäftigt haben. Wir wollen hier noch eine doppelte Sicherheit. Wir wollen für den Fall, dass die Angehörigen sagen, wer in Wirklichkeit nicht mehr bereit zu spenden, dann können die Angehörigen immer noch sagen, nein, wir wissen, er wollte zum Schluss nicht mehr. Dann wird das Ganze also sozusagen durch ein Sicherheitsnetz doch aufgefallen. Somit machen wir eine Regelung, die das Leid verhindert, den unnötigen Tod verhindert, aber gleichzeitig auch vor Fehlern und Missbrauch schützt. Aus meiner Sicht eine Regelung, die gut in unsere Zeit passt. Vielen Dank. Karl Lauterbach, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion. Und Sie haben es gemerkt, wenn Sie aufmerksam zugehört haben, auch er vertritt eine Position der Widerspruchslösung, genau wie Bundesgesundheitsminister Spahn oder viele auch in der Union. Es geht hier heute nicht nach Fraktionen oder nach Parteien, sondern es geht, wie sagt man so schön, querbeet. Die Vorstellungen und die Gewichtungen und die Wertigkeiten sind sehr unterschiedlich, auch in den einzelnen Fraktionen. Christine Aschenberg-Dugnus jetzt für die FDP-Fraktion. Da ist die gesundheitspolitische Sprecherin. Der Bevölkerung. Ganz im Gegenteil, die ist in den letzten Jahren gestiegen. Also haben sich die Menschen auch damit beschäftigt, Herr Lauterbach. Das Problem ist vielmehr der arbeitsintensive Klinikalltag und der verbesserungswürdige Organisationsablauf in den Kliniken. Und das muss ganz selbstverständlich auch geändert werden. Da sind wir uns doch alle einig. Meine Damen und Herren, ich spreche hier heute als Vertreterin meiner Fraktion für eine große Vehemenz gegen die Widerspruchslösung. Aus vollstem Herzen. Denn für uns missachtet die Widerspruchslösung das Selbstbestimmungsrecht der Bürgerinnen und Bürger. Es verkehrt die freie Entscheidung
ein Organ spenden zu wollen, wir reden von einer Spende, genau ins Gegenteil. Dass der Staat auf Organe ohne Einverständnis zugreifen will, indem er einen unterlassenen Widerspruch als Zustimmung wertet, das kann ich als freie Demokratin nicht akzeptieren. Die Widerspruchslösung beschneidet nach unserer Ansicht Grundrechte und hebelt vor allem den Grundsatz aus, dass jeder medizinischen Behandlung zugestimmt werden muss. Meine Damen und Herren, es kann doch nicht sein, dass wir nach der Datenschutzgrundverordnung für jedes Bild, was wir im Internet hochladen, wo ein anderer drauf ist, eine Unterschrift, eine Zustimmung brauchen. Und bei der wichtigen Frage, wenn es um den eigenen Körper geht, da soll Schweigen als Zustimmung gelten. Das ist doch fast schon absurd. Das deutsche Recht geht überhaupt vom Grundsatz aus, dass Schweigen keinerlei Erklärungswert besitzt und deshalb ohne rechtliche Bedeutung ist. Und, meine Damen und Herren, ich finde, es ist Ausdruck des Respektes vor der individuellen Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger, dass wir gerade bei so wichtigen Themen wie der Organspende eine ausdrückliche Zustimmung voraussetzen. Wir sind gegen die Widerspruchslösung. Ich glaube, das habe ich mehr als deutlich gemacht. Wir sehen aber trotzdem auch weiteren Handlungsbedarf. Denn wir müssen feststellen, dass die unverbindliche Form der Entscheidungslösung nicht zu einer Erhöhung der Organspenden geführt hat. Deshalb sollte aus unserer Meinung die Entscheidungslösung verbindlicher ausgestattet werden. Also eine verpflichtende Entscheidungslösung, wie wir sie unterstützen, würde bedeuten, dass bei Beantragung von behördlichen Dokumenten angegeben werden muss, wie man sich bei der Frage der Organspende entscheidet. Dazu müssen natürlich die Meldebehörden verpflichtet werden, volljährige Personen zu befragen, ob man der Organspende oder Gewebespende zustimmt oder nicht, oder ob man es bewusst offen hält. Auch das ist für uns eine wichtige Möglichkeit. Meine Damen und Herren, Handlungsbedarf bei der Organspende besteht. Es sind aber bei weitem noch nicht alle Maßnahmen getroffen worden, die unterhalb der Widerspruchslösung notwendig sind. Die verpflichtende Entscheidungslösung, wie wir sie befürworten, wäre ein maßvoller Kompromiss zwischen dem Handlungsbedarf einerseits und dem Selbstbestimmungsrecht der Bürgerinnen und Bürger auf der anderen Seite. Und auch nur so kann den Menschen draußen vermittelt werden, was Organspende bedeutet, nämlich das Leben eines anderen Menschen zu retten. Vielen Dank. Christine Aschenberg-Dugnus mit einem sehr eindeutigen Plädoyer gegen die Widerspruchslösung auch. Sie sagt auch, die ganze Fraktion sei gegen diesen Vorschlag, den Bundesgesundheitsminister Spahn ins Gespräch gebracht hat. Jetzt Katja Kipping, die Vorsitzende der Linken. Spenderorgane zur Verfügung stehen. Diese Menschen haben Träume und Angehörige, die zusammen mit ihnen hoffen und bangen. Und insofern müssen wir etwas tun. Fakt ist, in Krankenhäusern, die unter Personalmangel leiden und die unter Profitdruck stehen, sind die Bedingungen für eine gute Organisation von Organspendenübertragung deutlich schlechter. Und auch deshalb steht meine Partei, Die Linke, an der Seite der Beschäftigten, wenn sie zu Recht sagen, mehr von uns ist besser für alle. Nun geht es bei dieser Debatte nicht nur um Fragen der Gesundheitspolitik, sondern auch um grundlegende ethische Fragen. Wo enden staatliche Zugriffsrechte? Und was tun, wenn grundlegende Persönlichkeitsrechte miteinander in Konflikt geraten? Hier das Recht eines jeden, über die Integrität seines Körpers zu entscheiden, dort die Hoffnung derjenigen, die auf ein Spendeorgan warten. Ich finde es gut, dass in dieser Debatte auch gerade nachdenkliche Stimmen und mahnende Worte zu Gehör kommen. Ich selbst bin Inhaberin eines Organspendeausweises und werbe ausdrücklich dafür. Denn ich persönlich finde die Vorstellung tröstlich, dass nach meinem Tod womöglich eines meiner Organe einem anderen Menschen weitere Lebensjahre bescheren kann. Auch wenn ich für mich eine klare Entscheidung getroffen habe, so habe ich doch starke Bedenken gegen die Widerspruchslösung von Jens Spahn. Und diese Bedenken haben vor allem mit folgender Frage zu tun. Besteht die Gefahr, dass irgendwann der berechtigte Wunsch, die Zahl der zur Verfügung stehenden Spendeorgane zu erhöhen, dazu führt, dass der Todeszeitpunkt so definiert wird, dass er die größtmögliche Ausbeutung ermöglicht? Die Diskussion über die medizinischen Verbrechen in der NS-Zeit, der Nazi-Zeit in Deutschland, haben ja dazu geführt,
dass hierzulande bei ärztlichen Behandlungen das Prinzip der informierten Einwilligung als Voraussetzung für jeden Eingriff gilt. Aber dieses Prinzip der informierten Einwilligung ist durchbrochen, wenn alle, die nicht widersprechen, automatisch als Spender gelten. Sicherlich, bei vielen wird man davon ausgehen können, dass ein nicht wahrgenommener Widerspruch eine Zusprengung ist. Bei mir ist das zum Beispiel der Fall. Aber das wird niemals auf alle zutreffen. Und wir können ahnen, dass es eher die einkommensärmeren und die bildungsferneren Schichten sind, die dieses Recht auf Widerspruch nicht in dem Maße wahrnehmen werden. Auf der anderen Seite stehen aber die Hoffnungen all jener, die auf ein Spenderorgan warten und deren Liebsten, und das wiegt schwer. Und in der Abwägung dieser beiden Seiten werbe ich für das Modell der verbindlich wiederkehrenden Abfrage. Eine Umsetzungsform davon hat eine Gruppe von Abgeordneten der verschiedenen Parteien um Annalena Baerbock vorgeschlagen. Wir schlagen vor, dass jedes Mal, wenn der Reisepass oder der Personalausweis beantragt wird, die Antragstellenden abgefragt werden. Und in der Regel liegen ja zwischen Beantragung und Abholung des Ausweises einige Wochen. In dieser Zeit könnten auch gezielt medizinische Beratungsstellen aufgesucht werden, die ergebnisoffen informieren. Dieses Modell der verbindlichen wiederkehrenden Abfrage kann sowohl die zur Verfügung stehenden Zahl der Spenderorgane erhöhen, es entspricht dem Prinzip der informierten Einwilligung und es ermöglicht Menschen, im Laufe ihres Lebens ihre Entscheidung zu überdenken und zu verändern. Ja, wir alle müssen in dieser Frage eine schwere Abwägungsentscheidung treffen. Ich meine, die verbindliche, regelmäßige Abfrage in Verbindung mit einer ergebnisoffenen, guten Beratung, die wird den schwerwiegenden Argumenten beider Seiten am besten gerecht. Vielen Dank. Die Parteivorsitzende der Linken spricht sich für einen Vorschlag der Parteivorsitzenden der Grünen aus. Und praktischerweise kann die das jetzt auch sofort erläutern. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich glaube erstmal herzlichen Dank für diese Debatte, weil es macht deutlich, dass wir in angespannten Zeiten sehr ernsthaft als Deutscher Bundestag über schwierige ethische Fragen reden und das in einer Orientierungsdebatte, wo wirklich Argumente abgewogen werden. Wir haben die Situation, die gerade angesprochen wurde, dass wir 12.000 Menschen haben, die wirklich in tiefster Sorge um ihre Mutter, um ihre Kinder, um ihre Verwandten auf Organspenden warten und derzeit bzw. im letzten Jahr aber nur 797 Spenden zur Verfügung standen. Das ist in einer Situation, wo Politik handeln muss, weil es dringenden Handlungsbedarf gibt. Und das Gute in dieser Situation ist, dass 84% unserer Bevölkerung sagen, ja, wir möchten spenden. Das haben wir bei ganz, ganz wenigen Themen. Und zugleich aber nur 39% eben diese Entscheidung bewusst getroffen haben. Und um diese Diskrepanz geht es, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir müssen als Gesetzgeber eine Lösung dafür finden, diese Diskrepanz zu schließen, und zwar auf Grundlage dessen, dass Menschen tagtäglich sterben und auf Grundlage dessen, dass wir auch eine historische und ethische Verantwortung mit Blick auf das Selbstbestimmungsrecht eines jeden Einzelnen haben. Und daher finde ich es sehr richtig, dass das Gesundheitsministerium im Oktober einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, wo erstmal die Zusammenarbeit und vor allen Dingen die Situation in den Krankenhäusern verbessert wird. Das ist essentiell für jegliche weitere gesetzliche Änderung. Aber auf der anderen Seite wird es die Lücke zwischen den 39%, die einen Spenderausweis haben, und den 84%, die eigentlich Spenderinnen und Spender sein wollen, wird auch diese Gesetzesänderung die Lücke nicht schließen. Und deswegen gibt es weiteren Handlungsbedarf, und zwar jetzt, weil jeden Tag Menschen eben sterben. Ich habe nur eine große Sorge mit der Widerspruchslösung. Und zwar, dass die 84% Spendebereitschaft dadurch zerstört wird, dass man Menschen jetzt zwingt, aktiv Nein sagen zu müssen. Und das ist ja nicht so, dass alle irgendwie Nein sagen können, sondern manche Menschen sind dazu nicht in der Lage. Das ist nicht die breite Masse unserer Bevölkerung. Aber es gibt Menschen, die eben dazu nicht in der Lage sind. Außerdem haben wir in anderen Bereichen, Datenschutzgrundverordnung, überall durchgesetzt, als Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler dieses Landes, dass man aktiv zustimmen muss und nicht seinen Widerspruch einlösen muss. Und das bei so einer tiefethischen Frage anders zu machen, das halte ich und das halten viele andere, die das hier auch schon angesprochen haben, für falsch.
Deswegen haben wir einen eigenen Vorschlag gemacht. Katja Kipping hat es angesprochen, Matthias Mürsch, auch etliche Kolleginnen und Kollegen von der Union, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt aber auch sagen, wie es geht, wenn wir die Widerspruchslösung für schwierig halten. Und wir haben uns da an was orientiert, was ein alter Nobelpreisträger vorgeschlagen hat, und zwar zu sagen, wir müssen mit verankern, dass es eine Frage ist, hier auch von Solidarität in der Gesellschaft. Wenn jeder Einzelne von uns erwartet, dass im Notfall ich ein Organ bekomme, dann müssen wir auch deutlich machen, dass man sich entscheiden muss, ob man selber Spenderin und Spender ist. Und deswegen schlagen wir eine verbindlichere Lösung vor, als die von Frau Mark hier gerade angesprochen wurde. Bei manchen sind wir ja noch in der Diskussion, wie verbindlich es sein soll. Wir glauben aber, es muss eine verbindliche Abfrage geben. Und damit wir alle Menschen in unserem Land erreichen, und das tun wir, wenn wir Personalausweise beantragen, dann sollte diese Abfrage stattfinden. Man kann das auch beim Arzt machen, aber viele Menschen gehen gar nicht zum Arzt. Es gibt Hunderttausende, die sind gar nicht krankenversichert. Ich komme gleich zum Schluss, Herr Präsident. Aus unserer Sicht muss das verbindlich sein. Deswegen wollen wir das bei der Personalausweisbeantragung. Wenn man den Antrag oder seinen Personalausweis beantragt, dann kriegt man alle Informationen. Man hat dann Zeit. Wenn man ihn wieder abholt, dann muss man sich entscheiden, und zwar geheim, elektronisch ist das alles möglich. Dann kann man auch sagen, man möchte nicht. Das ist der große Unterschied und Widerspruch. Man kann auch sagen, ich kann mich heute nicht entscheiden, ich komme noch mal wieder. Und das Ganze muss gemeldet sein in einem zentralen Melderegister, so wie das bei einer Knochenmarkspende auch üblich ist. Und ich glaube, so schließen wir die Diskrepanz von 84% zu 39%. Und ich freue mich auf die weitere Debatte. Herzlichen Dank. Annalena Baerbock, Vorsitzende der Grünen, mit ihrem Beitrag. Und jetzt der Bundesgesundheitsminister, der in dieser Debatte schon gesagt hat, er rede hier ausdrücklich als Abgeordneter. Und er kommt auch von einem Platz aus den Reihen der Abgeordneten. Ich werbe wie andere auch immer wieder dafür, dass wir als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes argumentativer, besser, sachlicher, auch in der Wertschätzung des Gegenargumentes miteinander debattieren, es vielleicht an manchen Stellen auch wieder besser lernen, als das in der öffentlichen Debatte in den letzten Monaten und Jahren gewesen ist. Und ich finde, ein Beispiel für eine solche Debatte, wo wir uns das zutrauen dürfen, aber vielleicht auch zumuten müssen, ist genau diese Debatte, die wir heute hier über die Organspende führen. Dieses Thema treibt mich um als Gesundheitspolitiker, aber auch als Mensch, der wie viele hier, viele Kolleginnen und Kollegen, regelmäßig auch in Kontakt ist mit Menschen, die auf ein Organ warten, mit Menschen, die ein Organ geschenkt bekommen haben, die überglücklich sind über das, was da ihnen passiert ist, die aber umso engagierter eben jetzt auch sich in dieser Debatte einbringen. Und Aufklärung, Bewusstseinsbildung, die Einladung zur Entscheidung, das sind ohne Zweifel die Ansätze, die auch mir als Christdemokraten erstmal der nähere Weg wären. Aber auch ich war da in einem Prozess in den letzten Jahren. Die Regelung, wie sie heute ist, haben wir ja gemeinsam auch mit einer ganzen Reihe und mit der Mehrheit des Hauses vor einigen Jahren mal entschieden. Aber wir müssen einfach eins konstatieren. Wir hatten im letzten Jahr einen Tiefstand bei der Organspende, einen erneuten, nicht mal 800 Organspender im letzten Jahr. Wir haben, es ist schon gesagt worden, über 10.000 Menschen, die warten. Und vor allem jeder von uns könnte morgen in der Situation sein, selbst auf ein Organ, auf eine Organspende angewiesen sein. Wir haben, das ist schon gesagt worden, als Bundesministerium für Gesundheit, als Bundesregierung darauf reagiert, indem wir einen Gesetzentwurf vorgelegt haben, der die Abläufe in den Kliniken betrifft. Mehr Zeit, mehr Geld, mehr Ressourcen, um potenzielle Organspender auch identifizieren zu können. Und wir haben losgelöst davon diese, wie ich finde, wichtige Debatte über die Widerspruchslösung oder über andere Möglichkeiten zu verbindlicheren Entscheidungen zu kommen. Und ich wünsche mir sehr, dass, so wie es auch heute begonnen hat, wir diese Debatte sehr breit und ausführlich führen, weil ich finde, es gibt gewichtige Argumente auf beiden Seiten und die sollten eben auch gewogen werden. Ich will im Übrigen noch mal ausdrücklich sagen, unser Angebot steht auch seitens des Bundesministeriums für alle, die Unterstützung brauchen, was konkrete Formulierungen angeht, das auch zu machen, weil wenn es darum geht, Gesetz zu schreiben, es immer gut sein kann, noch einmal drüber zu schauen, wie sich das einfügt. Eins freut mich dabei besonders, allein die Debatte, die wir führen in den letzten Wochen, die ja auch, das kriege ich mit in vielen Diskussionen, am Mittagstisch geführt wird, auf Arbeit, in der Nachbarschaft, hat offenkundig schon dazu geführt,
So ist jedenfalls die Einschätzung der Deutschen Stiftung Organtransplantation mit den gestiegenen Zahlen in den letzten Wochen, dass da ein neues Bewusstsein entstanden ist. Und das ist doch erstmal auch schön, eine schöne Rückmeldung, eine gut geführte Debatte verändert Bewusstsein, verändert Einstellung. Deswegen alleine ist es schon wert, diese Debatte miteinander zu führen. Der Leitgedanke ist, wie können wir die Zahl der Spender erhöhen? Und ich selbst halte nach langem Nachdenken eben die erweiterte Widerspruchslösung hier für die richtige Antwort. Das heißt, dass erst jeder selbst natürlich zu Lebzeiten Nein sagen kann und natürlich mit einem solchen Gesetz auch informiert werden müsste. Ich finde, wir müssten jeden Bürger, jede Bürgerin natürlich anschreiben und informieren, im Zweifel öfter mit der Gelegenheit dann auch zu reagieren. Und wer das nicht zu Lebzeiten gemacht hat, dass dann immer noch die Angehörigen im Sinne des oder der Verstorbenen entscheiden oder widersprechen können. Dafür erarbeiten wir gerade einen Gruppenantrag. Ich finde, das Nein aussprechen zu müssen, ist angesichts von 10.000 Wartenden zumutbar in einem Land, wo so viele warten. Und ich will dazu abschließend, Herr Präsident, eins sagen. Das einzige Recht, was dabei beschnitten würde, wäre das Recht, sich keine Gedanken zu machen. Es ist keine Organabgabepflicht. Und ich fände es fair in der Debatte, wenn das auch nicht immer wieder behauptet würde. Denn manchmal gehen auch durch solche Begriffe schon Vertrauen verloren. Denn etwas, wozu man konsequenzlos Nein sagen kann, ist keine Pflicht. Es wäre eine Pflicht zum aktiven Freiheitsgebrauch. Es wäre eine Pflicht, sich Gedanken zu machen. Und ich finde, angesichts der vielen, vielen tausend Wartenden kann man auch eine solche Pflicht in einer freien Gesellschaft zumuten. Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, in einer ruhigen, in einer sehr nachdenklichen Debatte zum Thema Organspende, und alle Abgeordnete eint wohl die Tatsache, dass es mehr Organspender braucht in Deutschland. Nur der Weg ist umstritten. Paul-Viktor Podola jetzt für die AfD. Verehrte Damen und Herren, das Thema Organspende ist ein sehr emotionales Thema für ein Parlament. Historisch wurde die erste Herztransplantation an der Welt am 3. Dezember 1967 von Christian Barnard in Kapstadt in Südafrika durchgeführt. Ich rede hier als jemand, der vermutlich als einziger der Abgeordneten genau vor 50 Jahren als Mitglied im 12-köpfigen Operationsteam bei der ersten Herztransplantation in Mittel- und Osteuropa mitwirkte. Es war am 9. Juli 1968 an der Uniklinik in Bratislava. Und ich war gerade 22 Jahre alt. Das waren damals die Anfangszeiten in der Transplantationsmedizin. Ich habe erlebt, wie schwierig es war für die Familie des verunglückten Spenders, diese zu überzeugen, das Herz des hinteren Unfallopfers freizugeben. Letztlich war es ein Pfarrer, der die Familie überzeugte, da diese sehr christlich war. Zu dieser Zeit gab es weder Spenderausweise noch gesetzliche Regelungen. Es war schlicht medizinisches Neuland. Meine Überzeugung ist aber, dass wir die Zahl der benötigten Spenderorgane reduzieren sollten und nicht immer nach mehr streben sollten. Dieser Medizinzweig ist zu einem riesigen Wirtschaftszweig für die Kliniken mutiert. Eine Herztransplantation in Deutschland kostet 170.000 Euro, Stand 2012. Deshalb ist der Vorstoß von Bundesminister Spahn, die Praxis der Organentnahmen spendenseitig in eine Widerspruchslösung umzukehren und mehr Organe zu generieren, meiner Meinung nach der falsche Weg. Viel wichtiger wäre es, wesentlich mehr auf die Gesundheitsvorsorge zu setzen und hier auch zu investieren. Somit könnte man die Zahl der Patienten, die ein Organ benötigen, senken. Ausgenommen hierbei sind natürlich Unfallopfer, angeborene Fehlbildungen, welche ein Organ benötigen. Bei der Gesundheitsprävention sollten wir schon in der Schule anfangen und die Kinder über eine gesunde Ernährung und Lebensweise aufklären. Fastfood lässt grüßen. Aufklärung und Vorsorge sind besser, als sich die Gesundheit selbst zu ruinieren und dann auf ein Organ zu hoffen. Dahin sollte sich das gesamte Gesundheitswesen entwickeln und nicht immer mehr Organspenden forcieren. Liebe Mitbürger, kümmern Sie sich mehr um Ihre Gesundheit. In vielen Fällen liegt das auch in Ihrer Hand. Es gibt gute Gründe, unsere Ernährungsgewohnheiten in Frage zu stellen. Da wäre zunächst die eigene Gesundheit. Wie ernähren wir uns aktuell?
Aus Achtung vor dem Leben des Menschen ist es nicht legitim, ohne explizite Einwilligung des Betroffenen Organe aus seinem Leib zu nehmen. Jeder sollte nach Möglichkeit persönlich eine Entscheidung treffen und für oder gegen eine Organspende sich aussprechen. Eine politische Festlegung aber, welche jeden zum potenziellen Organspender machen würde, ohne dass dieser explizit eingewilligt hätte, wäre eine staatliche Grenzüberschreitung, die der besonderen Würde des Menschen nicht entspricht. Deshalb muss jeder Mensch selbst entscheiden, ob er Organspender sein möchte und nicht, dass ihm das der Staat per Gesetz vorschreibt. Es ist eine höchst private, aber auch ethische Entscheidung und das soll auch künftig so bleiben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kerstin Griese, SPD, ist die nächste Rednerin. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es gut, dass wir das Thema Organspenden mit einer Orientierungsdebatte starten. Diesen Weg sind wir ja schon einmal gegangen in der letzten Wahlperiode, als wir über assistierten Suizid diskutiert haben. Und das war gut und es ist auch jetzt gut, denn wir brauchen Zeit für schwierige ethische Fragen und es sind eben oft auch sehr persönliche Fragen. Und ich habe lange überlegt, zu welcher Position ich neige, weil wir uns ja alle einig sind, dass wir mehr Organspenden brauchen. Und ich melde mich heute zu Wort, weil ich für eine verpflichtende Entscheidungslösung plädieren möchte. Denn zum einen hat mich das, was die Befürworter der Widerspruchslösung vertreten, nicht in Ruhe gelassen. Und wie gesagt, das Ziel ist richtig, wir brauchen mehr Organspender. Aber ich denke, der Staat, der Gesetzgeber, kann das nicht verordnen. Und es wäre eben keine Spende mehr, es wäre eine Organabgabe. Und Organspende heißt ja auch, dass man aus Nächstenliebe, aus Humanität, aus Vernunft oder Überzeugung, wie man es definieren will, sich entscheidet zu helfen und deshalb zu Lebzeiten festlegt, dass alle oder welche Organe nach dem eigenen Tod gespendet werden können. Organspende ist ein Geschenk. Pauschal vorzugeben, dass alle, die nicht widersprechen, Organspender sind, geht meines Erachtens zu weit. Es missachtet das Selbstbestimmungsrecht über eine so persönliche Frage. Andererseits will ich nicht, dass alles so bleibt, wie es ist und wir einfach nur ein paar mehr Broschüren verteilen. Aufklärung und Information muss auch zu selbstbestimmtem Handeln führen. Wie wichtig es ist, Leben retten zu können, damit muss sich jeder beschäftigen, denn Organspenden retten Leben. Und ich finde, der Staat, der Gesetzgeber darf jeden Menschen in bestimmten Situationen auffordern, sich mit dem Thema Organspende zu beschäftigen und sich zu entscheiden. Meine eigene Erfahrung ist, dass man einen Anstoß braucht, um sich mit den schweren Fragen von Leben und Tod zu beschäftigen. Kaum jemand macht das von alleine. Und ich gestehe gerne, ich habe einen Organspendeausweis, weil mich unser damaliger Fraktionsvorsitzender Frank-Walter Steinmeier mit seiner Nierenspende an seine Frau sehr beeindruckt hat und ich begonnen habe, darüber nachzudenken. Und auch wenn es sich da um eine Lebensspende handelte, hat mir sein Handeln gezeigt, du musst was tun. Und als wir darüber schon mal im Bundestag diskutiert haben, 2012, haben wir entschieden, dass die Krankenkassen mit der Post Informationen und Organspendeausweise verschicken. Trotzdem ist die Zahl der Organspenden stagniert, sogar niedriger geworden. Und ich sage deshalb, wir müssen mehr tun als bisher, damit sich die Zahl der Organspenden erhöht. Ich will und ich werbe dafür um Unterstützung, dass wir klar gesetzlich festlegen, jeder Mensch soll sich bei der Ausstellung seines Führerscheins, bei der Verlängerung des Personalausweises oder Reisepasses fragen lassen müssen, ob er oder sie Organspender wird. Mithilfe guter Informations- und Beratungsangebote muss man sich dann entscheiden, ja oder nein. Oder, und ich glaube, diese Möglichkeit wird es auch geben müssen, man muss sich eingestehen, sich noch nicht entscheiden zu können. Man weiß aber, dass man im Leben noch mal gefragt werden wird, dass diese Frage wiederkommt und damit ist das Thema präsent. Deshalb plädiere ich für die verpflichtende Entscheidungslösung, damit Menschen sich für eine echte Organspende freiwillig entscheiden können, aber eben auch entscheiden müssen, wenn sie zum Bürgeramt gehen. Und ich hoffe sehr, dass damit mehr Menschen Organspender werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Entscheidung zur Organspende muss jeder Mensch selbst fällen. Unsere Aufgabe als Gesetzgeber muss es aber sein, regelmäßiger, gezielter, besser zu informieren und dafür zu sorgen, dass sich jeder Mensch damit beschäftigt, auch mehrmals, um eine Entscheidung zu treffen, um Leben retten zu können durch eine Organspende. Vielen Dank.
Kerstin Griese, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium, spricht sich also für den Vorschlag von Annalena Baerbock aus, der auch die Unterstützung von Katja Kipping hier in dieser Debatte gefunden hat. Für die FDP jetzt Katrin Helling-Pla. Meine Großmutter hat mich als Kind ein ums andere Mal mit der Maxime, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, zur umgehenden Erledigung meiner Aufgaben ermahnt. Wenn ich sehe, dass laut aktueller Repräsentativbefragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 84% der Menschen in Deutschland einer Organspende positiv gegenüberstehen, aber nur 36% über einen Organspendeausweis verfügen, scheinen viele eher nach Mark Twain zu verfahren. Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann. Das ist bei Fragen, die erst im Zusammenhang mit dem eigenen Ableben relevant werden, ja auch nur allzu verständlich. Wenn aber dadurch schließlich die Angehörigen vor die Frage einer Organspende gestellt werden, ist das für diese nicht nur extrem belastend, sondern sie entscheiden sich in dieser konkreten Trauersituation dann auch überdurchschnittlich häufig gegen eine Organspende. Deshalb müssen wir uns der Herausforderung stellen und diese Schere zwischen denjenigen, die zur Spende bereit sind, und denjenigen, die sie aber bisher noch nicht dokumentiert haben, schließen. Eingedenk sinkender Spenderzahlen und überlanger Wartelisten ist der Schluss, dass alle bisherigen Bemühungen nicht ausreichend waren, unausweichlich. Auch wenn die Problematik nicht monokausal zu betrachten ist, müssen wir im Hinblick auf die Frage Zustimmungslösung, verpflichtende Entscheidungslösung respektive Widerspruchslösung den nächsten Schritt gehen. Ich wünsche mir, dass wir hier pragmatisch vorgehen. Ich finde, dass die Widerspruchslösung gut vertretbar ist. In der Abwägung Selbstbestimmungsrecht in Form positiver Zustimmung auf der einen und Leib und Leben der Betroffenen auf der anderen Seite kann man zu dem Ergebnis kommen, dass Freiheit in Verantwortung auch bedeuten kann, sich proaktiv dazu bekennen zu müssen, nicht Spender sein zu wollen. Andererseits aber bin ich schon der Auffassung, dass wir bei einem solch massiven Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht behutsam vorgehen müssen, dass wir das mildeste Mittel zur Steigerung der Spenderzahl wählen müssen, dass wir verpflichtet sind, zunächst den Weg zu gehen, der die Menschen weniger in ihrem Selbstbestimmungsrecht belastet. Das bedeutet, dass wir verpflichtet sind, den Weg der verpflichtenden Entscheidungslösung zu gehen, bevor wir die Widerspruchslösung aufrufen. Es ist unseren Bürgern zuzumuten, dass sie etwa bei der Ausgabe von Ausweisdokumenten dazu angehalten werden, verbindlich eine Erklärung zur Organspende abzugeben. Diese Entscheidung rettet dann Leben. Bereits die Notwendigkeit zur Entscheidung wird die Schere zwischen Spendebereiten und Spendebekennern schließen. Im gleichen Zuge müssen wir zwingend und dringend ein Organspenderegister schaffen. Wenn jemand sich dafür oder auch dagegen entscheidet, Spender sein zu wollen, dann muss sichergestellt sein, dass seine Entscheidung auch respektiert wird. Das ist nicht nur ethisch und rechtlich geboten, es ist auch die beste vertrauensbildende Maßnahme für Organspenden. Derzeit kommt es immer wieder vor, dass Organspendeausweise nicht aufgefunden werden. Wir sollten deshalb dringend und ganz unabhängig von der Lösung, die wir hier finden, die zusätzliche Möglichkeit schaffen, sich digital und unkompliziert als Spender registrieren zu können. Sehr geehrte Damen und Herren, sorgen wir dafür, dass die Menschen sich entscheiden. Dann haben wir im Ergebnis mehr Spender, weniger Belastung für die Angehörigen und mehr Selbstbestimmung. Dr. Petra Sitte, Fraktion Die Linke, ist die nächste Rednerin. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe für meinen Beitrag ausdrücklich die Perspektive der Betroffenen übernommen, also beispielsweise eben jener 11.000, die aktuell auf eine Organspende warten, die darauf warten, um zu überleben oder eben auch ihr Leben zu verlängern. Und ich denke auch daran, dass jeden Tag in diesem Land 3 Menschen sterben, weil es für sie kein Spenderorgan gab. Man ahnt durchaus, wie entmutigend das auf Erkrankte wirken muss, aber auch unter uns ist das eher ernüchternd und bedrückend.
Für rückgängige Organspenden gibt es nun, wie schon angeführt, viele Gründe. Sie sind sehr komplex und es gibt keine linearen Wirkungen zwischen ihnen. Daher bin ich zu der Auffassung gekommen, dass wir möglichst alle Faktoren, die einen Anstieg von Spenderorganen versprechen könnten, verbessern sollten. Ich möchte mich in meinem Beitrag mit einer Kritik an der Widerspruchslösung auseinandersetzen, nämlich dem Vorwurf, es würde in Selbstbestimmung und Persönlichkeitsrechte von Spendern und Spenderinnen eingreifen. Vergleichen wir doch mal die Situation derer, die auf ein Organ warten, mit jenen, die ihnen helfen könnten. In wenigen Fällen lebend spenden, aber diese stehen ja heute nicht im Fokus, sondern jene Menschen, die erst nach ihrem Ableben helfen könnten. Die Wartenden führen ein Leben, das eingeschränkt und weniger selbstbestimmt verläuft. Setzen wir jetzt diese Einschränkung ins Verhältnis zu dem Erfordernis, einer Organspende widersprechen zu müssen, dann meine ich, ist es durchaus verantwortbar. Dieser Umstand schränkt doch beispielsweise meins oder ihr Leben, ihre Lebensführung, meine Selbstbestimmung und unsere Persönlichkeitsrechte real in keiner Weise ein. So wie man mit Blick auf den Organspendeausweis aktiv werden muss, so muss man eben auch aktiv werden im Zusammenhang mit der Widerspruchslösung. Und viele haben ja das getan und sie haben es zum Teil eben auch in Gesprächen mit ihren Familien getan. Wenn 84% der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger die Organspende positiv bewerten, dann meine ich, ist es doch berechtigt, mit der Widerspruchslösung an dieser Mehrheit anzuknüpfen. Ja, es stimmt, es ist eine Güterabwägung, da haben die Kollegen völlig recht. Aber ist es wirklich grundrechtlich eine bedenkliche Zumutung, diesen Widerspruch zu Lebzeiten erheben zu müssen? Haben wir als Gesetzgeber nicht die Rechte einer Minderheit von Erkrankten, die uns gegenüber zunächst erstmal schlechter gestellt sind, vor allem zu schützen? Da sehe ich durchaus eine Schutzaufgabe des Staates gegenüber Leib und Leben von Menschen. Oder um es überspitzt zu sagen, sehe ich eher eine Zumutung für die Wartenden, auf unsere Einsicht angewiesen zu sein oder eben auch ausgeliefert zu sein. In einer Entscheidungslösung sind die Chancen für sie eben geringer, wie wir festgestellt haben. Eingedenk dessen halte ich eine Widerspruchsregelung für keine Bevormundung. Oder sollte es doch jemand so sein, scheint ja so, wie die Beiträge zu bewerten sind, frage ich, ob diese nicht zumutbar und auch verhältnismäßig ist. Was ist denn das für eine Freiheit, die sich nur auf sich selbst bezieht? Ja, meine Damen und Herren, es geht nicht um die singuläre Einführung der Widerspruchslösung. Das reicht nicht. Leben weiterzugeben braucht tätiges Mitgefühl, braucht eben auch Aufklärung, braucht Ausfinanzierung des gesamten Systems, braucht Entscheidungstransparenz und benötigt Kontrolle. Ich danke Ihnen. Petra Sitte, stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, in einer ruhigen, ich kann es nur noch mal wiederholen, überlegten Debatte, die auch ungewöhnlich lang ist. 2,5 Stunden debattieren die Abgeordneten. Jeder, jede darf hier 4 Minuten sprechen. Und das gilt jetzt für Kirsten Kappert-Gonter, die einen eigenen Vorschlag einbringen wird in diese Debatte. Habe ich einen sehr nahen Menschen dadurch verloren, dass diese Person von einem Auto, sie war auf dem Fahrrad, getötet wurde. Die Eltern mussten sich der Frage stellen, spende ich die Organe meines Kindes? Und das war das erste Mal, dass ich mich bewusst mit Organspende beschäftigt habe. Inzwischen trage ich seit Jahrzehnten meinen Organspendeausweis immer bei mir, habe mich als Ärztin vertieft mit diesen Fragen beschäftigt und habe jüngst gelernt, ich dachte, ich bin schon zu alt quasi zur Organspende, aber auch die Organe von über 90-Jährigen können noch Leben retten. Das Thema geht uns also wirklich alle an. Warum ist es dann so schwer, darüber zu sprechen und nachzudenken? Weil es bei der Beschäftigung mit Organspende immer auch um die Beschäftigung mit unserem eigenen Tod geht.
Gleichzeitig geht es aber um das Leben. Und darum ist es ja so elementar, dass wir die Organspenderaten in Deutschland verbessern. Und wie kann das gelingen? Um das herauszufinden, sind wir kürzlich mit dem Gesundheitsausschuss in Spanien beim Organspende-Weltmeister gewesen. Und was ist deren Erfolgsrezept? Die Antwort war eindeutig: Organisation. Außerdem die Verankerung in der medizinischen Ausbildung und das Vertrauen der Bevölkerung. Und welchen Anteil nun am Erfolg Spaniens hat die Widerspruchsregelung? Keinen, denn dort wird die Zustimmungslösung praktiziert. Das hat mich überrascht. Die Spanier betonten sogar, die Grundlage für das große Vertrauen der Bevölkerung sei gerade die Freiwilligkeit. Es geht also offensichtlich um den Dreiklang Strukturen, Ausbildung und Freiwilligkeit. Jüngst hat eine Studie der Universität Kiel gezeigt, das Problem zu geringer Organspenderaten in Deutschland liegt darin, dass zu selten Spendeorgane identifiziert und gemeldet werden. Da liegt der Hebel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dafür sieht ja der aktuelle Gesetzesentwurf des Bundesgesundheitsministeriums richtige Strukturreformen vor. Zusätzlich, über die Vorschläge hinausgehend, muss das Wissen um Organspende fest in die medizinische und pflegerische Ausbildung verankert werden. Und, so meine ich, wir brauchen ein Organspenderegister. Alle Bürgerinnen und Bürger werden regelmäßig informiert und gebeten, nicht verpflichtet, sich einzutragen mit ihrer Entscheidung, ja, nein, weiß nicht, wobei weiß nicht im Fall der Fälle nein hieße. Dabei sind aus meiner Sicht drei Punkte elementar. Es muss moralisch als gleichwertig gelten, ob jemand sich dafür oder dagegen entscheidet, Spender zu sein. Bürgerinnen und Bürger tragen sich selbst ein und können ihre Entscheidung jederzeit selbstständig ändern. Und es muss sichergestellt werden, dass alle ihre Entscheidung frei und selbstbestimmt treffen können. Und dazu gehört auch das Recht auf Nichtentscheidung. Zentral dafür ist die Ansprache. Ob das bei einer Meldebehörde sein kann, darüber, meine ich, müssen wir noch mal nachdenken. In Frankreich und Lettland sank die Zustimmung zur Organspende im Übrigen nach Einführung der Widerspruchsregelung. Und in Spanien, wann gingen die Organspenderaten nach oben? Genau dann, als die Strukturen verbessert wurden. Und das muss unser Ziel sein, denn Organspende rettet Leben. Vielen Dank. Kirsten Kappert-Gonter für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit einer Variante zum Vorschlag ihrer Parteivorsitzenden. Hermann Gröhe ist der nächste Redner. Wer einmal mit Menschen gesprochen hat, die auf ein Organ warten oder gewartet haben, ihren Angehörigen, Eltern von Kindern, die dringend auf ein Spenderorgan angewiesen ist, der wird diese Begegnung nicht vergessen. Diese Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung, dieses Warten, gerade wenn eine Krankheitssituation sich zuspitzt, auf den erlösenden Anruf und die Verzweiflung, wenn das Telefon still bleibt. Ich denke aber auch an meine Begegnungen mit deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der World Transplant Games, dieser kraftvollen Demonstration neu gewonnener Lebensmutes, neu gewonnener Lebenskraft nach einer Transplantation. Und gleichwohl, und dies sage ich sehr bewusst, lehne ich eine Widerspruchslösung ab. Weil ich der festen Überzeugung bin, damit erreichen wir nicht eine Verbesserung der vorhandenen Probleme. Und weil ich in der Tat der Überzeugung bin, dass eine solche Entscheidung sich im Widerspruch befinden würde zu grundlegenden Prinzipien der Medizinethik und der Patientenrechte. Wir haben doch Erfolg gehabt in den schweren Anstrengungen der letzten Jahre, nachdem Skandale das Vertrauen in die Organspende in dieser Weise erschüttert haben. Es ist schon gesagt worden, dass die Zahl der Organspendeausweise sich von 22% auf 36% massiv erhöht hat in den letzten Jahren. Und übrigens auch die über 80%, die positiv
der Organspende gegenüberstehen, sind ja keineswegs irrelevant, weil sie keinen Ausweis ausgefüllt haben. Schon heute erfolgt eine große Zahl von Organentnahmen aufgrund der Auskunft der Angehörigen im Hinblick auf den vermuteten Willen der betroffenen Person. Also insofern, wiewohl der Ausweis es erleichtert, ist diese positive Entscheidung von großer Relevanz. Und es geht also darum, diese Zustimmung auch umzusetzen in wirkliche Organspenden, aus dem Willen, eine Organspende werden zu lassen. Und ich bin dankbar, dass wir in den Koalitionsvereinbarungen hier ganz wichtige Schritte vereinbart haben und dass der Bundesgesundheitsminister diese Umsetzung in dieser Weise vorantreibt. Dies ist gut und richtig, meine Damen und Herren. Und wenn wir hier Vorschläge sammeln, wie wir etwa im Hinblick auf die Abfrage nach einer Entscheidung noch besser werden können, dann finde ich, das sind sehr lohnende Vorschläge. Aber eins möchte ich schon sagen, wenn wir immer wieder auf das Ausland hinweisen, dann ist zum einen schon darauf hingewiesen worden, dass wichtige Länder, die rechtlich eine Widerspruchslösung haben, Österreich, Spanien, de facto über die Befragung der Angehörigen eine Zustimmungslösung praktizieren. Was aber häufig auch übersehen wird, ist, dass viele Länder mit deutlich höheren Organspendezahlen eine Organentnahme auch nach dem Herztod erlauben. Es sind in den Niederlanden über 50%, in Belgien über 30%, in Spanien über 25% nach einer Herztodentnahme. Dies wird aber bei uns vom Ethikrat wie der Bundesärztekammer aus guten Gründen wegen der Frage der Grenzziehung zwischen Wiederbelebbarkeit einerseits und Endgültigkeit andererseits abgelehnt. Insofern zieht nicht jeder Vergleich auf gute Zahlen in anderen Ländern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche mir, dass Menschen sich dieser Entscheidung stellen. Ich wünsche mir, dass sie in eine Entscheidung treffen, auch um ihren Angehörigen im Fall der Fälle diese Entscheidung zu erleichtern, abzunehmen. Aber ich sage sehr deutlich, auch wer sich dieser schwierigen Entscheidung verweigert, verliert nicht sein Selbstbestimmungsrecht. Dieses Selbstbestimmungsrecht wird nicht von uns qualifiziert, sondern individuell wahrgenommen. Das machen wir zum Ausgangspunkt aller Überlegungen in Medizinethik und Patientenrecht. Meine Damen, meine Herren, eine Organspende ist ein Geschenk aus Liebe zum Leben. Das setzt Freiwilligkeit und Zustimmung voraus. Dabei sollte es bleiben. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Hermann Gröhe, mit einer gänzlich anderen Auffassung als in Anführungszeichen sein Minister Jens Spahn. Also ein klares Votum gegen die Widerspruchslösung, für die Zustimmungslösung. Jetzt Robby Schlund für die AfD. Gäste, die sich für die Organspende besonders interessieren. Widerspruch, meine Damen und Herren, ist einfach. Im Vergleich dazu ist eine bewusste Entscheidung immer mit allen damit verbundenen Konsequenzen zu treffen. Wissen Sie auch warum? Weil Sie dann, wenn Sie sich bewusst für etwas entscheiden, für alle möglichen Folgefehler auf keinen Schuldigen zeigen können. Die bewusste, freie Entscheidung setzt vor allem eins voraus: ein hohes Maß an Selbstverantwortung. Eine Selbstverantwortung, die nach allem Abwägungen, wenn und aber und zusammenhängenden Konsequenzen eine Entscheidung herbeiführt. Das, meine Damen und Herren, ist Freiheit, Entscheidungsfreiheit. Es ist ein Stück selbstverantwortliche demokratische Mitbestimmung unserer Bürger in Deutschland. Seien wir uns doch dessen bewusst und schaffen wir wieder Vertrauen in das System Organspende, statt einfach zu hoffen, dass niemand widerspricht. Dazu gehören vor allem den Menschen in unserem Land zu erklären, wie alles abläuft und wie bewusst eine Entscheidung zur Organspende zu treffen ist. Der Hirntod als ein sicheres Zeichen für den Tod eines Patienten, nur dann kann ein Organ entnommen werden. Aber wie sicher ist denn die Hirntoddiagnostik in Deutschland? Das Transplantationsgesetz § 5 regelt, dass zwei dafür qualifizierte Ärzte unabhängig voneinander in drei Stufen über den Hirntod und dessen Unumkehrbarkeit entscheiden. Diese Ärzte sind nicht an der Entnahme und Übertragung der Organe beteiligt. Danach erfolgt eine Meldung an die Deutsche Stiftung für Organtransplantation und an Eurotransplant. Erst bei der Entnahmeoperation wird endgültig entschieden, ob ein Organ wirklich zur Transplantation geeignet ist oder nicht. Soweit so gut und logisch nachvollziehbar. Doch
Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung aus 2014 werden in deutschen Krankenhäusern manchmal Menschen fälschlicherweise für hirntot erklärt. Die Richtlinien zur Feststellung des Hirntods erfordern einen hohen Sachverstand. Die Ärzte werden zum Teil unzureichend dafür ausgebildet. Das ist der Vorwurf. So zum Beispiel bei einem Kleinkind. Organe wurden entnommen, ohne dass der Hirntod korrekt diagnostiziert wurde, und es sind 8 weitere Fälle in den vergangenen Jahren bekannt. In 2 großen Städten in Deutschland wurden bei Herztransplantationen 23 von 46 Patientenfällen offenbar manipuliert. Genau deshalb, meine Damen und Herren, haben die Menschen eine unzureichende Bereitschaft zur Organspende. Aber damit werden wir mit einer Widerspruchslösung eben kein Vertrauen per Gesetz erzwingen können. Das hohe Gut des Selbstbestimmungsrechts des Menschen muss erhalten bleiben. Gestalten Sie die Verfahrensweise professioneller, dann erhalten Sie auch das Vertrauen der Menschen in die Organspende zurück. Fangen wir erst mal an, ein vernünftiges Entscheidungsregister einzuführen, das lange überfällige Dialyseregister ins Leben zu rufen und mit dem Transplantationsregister zu verknüpfen. So, meine Damen und Herren, wird ein Schuh draus. Schnüren Sie ein Maßnahmenpaket, das die Hirntod-Feststellenärzte besser befähigt. Motivieren Sie freiwillige Organspender mit extra Bonuspunkten auf der Priorisierungsliste. Ich persönlich wünsche mir, dass dieser hohe Standard der bewussten Entscheidung in Deutschland weiter erhalten bleibt. Denn die Organspende ist nun mal eine Spende. Und Spenden sind zumindest für mich immer freiwillig. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Schlund. Nächste Rednerin, Sabine Dittmar für die SPD-Fraktion. Nein, für Sabine Dittmar. Genau. Entschuldigung. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, die Entscheidung für oder gegen eine Organspende ist zweifelsohne eine sehr persönliche. Setzt sie doch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod voraus. Und jeder Einzelne von uns muss für sich selbst die Frage beantworten, ob er mit seinem Tod neues Leben und neue Hoffnung schenken will. Angesichts der dramatischen Zahlen ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Über 11.000 schwerstkranke Patienten und Patientinnen warten auf ein lebensrettendes Organ. Die durchschnittliche Wartezeit auf ein Spenderorgan ist bei uns 3 bis 5-mal so hoch wie in unseren Nachbarländern. Teilweise warten, bangen oder hoffen die Patienten über 10 Jahre lang. Und doch versterben Tag für Tag 3 bis 4 Patienten, weil es eben kein passendes Organ gab. Ich habe während meiner praktischen Arbeit als Ärztin einige Patienten und deren Familien begleitet und weiß um die Dramatik der Situation. Ich weiß aber auch und kenne die Dramatik der Situation, wenn Angehörige am Sterbebett nach einer möglichen Zustimmung zur Organspende gefragt werden und in dieser emotional sehr schwierigen Situation völlig überfordert sind. Und deshalb halte ich es für dringend geboten, dass jeder Einzelne von uns eine persönliche Entscheidung trifft und diese dokumentiert. Laut Umfragen, schon erwähnt, sind 64% der Deutschen bereit für eine Organspende, aber bedauerlicherweise haben weniger als die Hälfte dies auch tatsächlich dokumentiert. Das zeigt für mich zweierlei. Erstens, dass wir mit allen bisherigen Maßnahmen, Aufklärungskampagnen, Informationskampagnen, regelmäßiges Zusenden des Organspendeausweises durch die Krankenkasse gescheitert sind. Und zweitens, dass wir angesichts der bekannten Zahlen effizient und schnell handeln müssen. Und effizient handeln bedeutet für mich nicht, dass wir lediglich zusätzliche Infobriefe durch die Bundeszentrale verschicken lassen oder auch nicht, dass wir alle 10 Jahre bei der BAS-Beantragung nachfragen. Effizient handeln bedeutet für mich, dass die Bürgerinnen und Bürger aktiv aufgefordert werden, sich für oder gegen Organspende zu entscheiden und diese Entscheidung zu dokumentieren. Und in dieser expliziten Aufforderung muss auch deutlich auf die Konsequenz der Nichtentscheidung hingewiesen werden. Wenn keine dokumentierte Entscheidung, kein dokumentierter Widerspruch vorliegt, dann ist von einer Zustimmung zur Organspende auszugehen. Es sei denn,
Den Angehörigen ist ein anderer mutmaßlicher Wille bekannt. Ich halte diese Form der Widerspruchslösung für einen zumutbaren und für einen wichtigen Baustein, um Organspendezahlen zu erhöhen. Und ich denke, wer eine solche Regelung ablehnt, der muss auch die Frage beantworten, warum wir dann Spenderorgane aus Eurotransplant-Ländern mit Widerspruchslösung annehmen. Auch dieses moralische Dilemma gilt es zu klären. Mir ist natürlich bewusst, dass wir allein mit der Einführung der Widerspruchslösung nicht alle Probleme lösen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir im nächsten Jahr das Gesetz zur Verbesserung der Rahmenbedingungen in unseren Krankenhäusern auf den Weg bringen. Denn ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, ich möchte nicht noch mal erleben, dass ich bei einem Besuch in einem Krankenhaus mit Dialyseabteilung und mit neurologischer Intensivstation bei meiner Nachfrage nach den Transplantationsbeauftragten einen fragenden Blick geerntet habe. Und, meine Damen und Herren, ich möchte auch nicht noch mal erleben, dass verzweifelte Eltern mit ihrem herzkranken Sohn nach Spanien umziehen, weil sie sich dort bessere Chancen erhoffen, zeitnah ein rettendes Organ zu bekommen. Und genau das ist vor 14 Tagen in meinem Wahlkreis passiert. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ich denke, genau, Kolleginnen, wir brauchen beides. Strukturelle, gute Voraussetzungen in den Krankenhäusern und die Widerspruchslösung, denn dann wird die Organspende beim nicht umkehrbaren Ausfall der Gehirnfunktion nicht zur Ausnahme, sondern zum Normalfall. Sabine Dittmer aus der SPD-Fraktion, aber wie Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth betont hat, nicht für die SPD-Fraktion. Hier darf jeder nach eigenem Wissen und Gewissen sich heute äußern, ist nicht an die Fraktionen gebunden. Und das merkt man auch im Verlaufe der Debatte. Es gibt sehr unterschiedliche, ja, in Anführungszeichen Koalitionen, wenn man so will, zu bestimmten Positionen. Andrew Ullmann für die FDP. Und Organe benötigen. Wir reden über Angehörige und Freunde, die auch betroffen sind. Wir reden über Ängste, Sorgen und den Tod. Wir reden von Menschen, die auch bereit sind, nach dem Tod Gewebe oder Organe für Schwerkranke zur Verfügung zu stellen und damit ein Leben zu retten. Wir haben die Zahlen schon bereits gehört, aber es lohnt sich, das nochmal zu wiederholen. 10.407 Menschen waren Ende 2017 auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Von dieser Liste sterben 2 bis 3 Menschen pro Tag. Das sind bis zu 21 Personen pro Woche. Reale Zahlen, brutale Wirklichkeit, 2 bis 3 Personen pro Tag. Wir sind als Politiker, meine Damen und Herren, problemorientiert und versuchen, diese Probleme zu lösen. Die klare Interpretation dieses Problems, dieser Daten, wir brauchen mehr Spender. Die Widerspruchslösung geht davon aus, dass Freiwilligkeit in diesem Bereich nicht funktioniert. Die Menschen sollen so entmündigt werden, wenn es darum geht, etwas Gutes zu tun. Die Perspektiven bei dieser Diskussion sind aber vielfältig. Und die scheinbar so einfach und nachvollziehbare Widerspruchslösung löst so manches Problem eben nicht und wirft weitere Probleme auf. Gibt es weitere Fakten, die wir in die Waagschale legen sollten oder gar müssen? Denn die belegbaren Daten gehen weiter und in die Tiefe und sind schwerer zu verstehen. Im Deutschen Ärzteblatt vom Sommer dieses Jahres haben ärztliche Wissenschaftler, den Dr. Kevin Schulte aus dem Universitätsklinikum Kiel, eine wichtige und interessante Studie zu diesem Thema veröffentlicht. Die Ergebnisse der Studie sind klar und einfach gesagt, wir haben eine Zunahme in dieser Studie, ganz klar, von potenziellen Organspender und im Gegenzug einen Abfall der Organentnahmen. Die Studie zeigt auch weiter, dass wir krasse Gegensätze zwischen den Uniklinika bei der Kontaktaufnahme mit potenziellen Organspender gegeben hat. Zusammenfassend zeigt die Studie also klare Erkennungs- bzw. Meldedefizite der Namenkrankenhäuser. Die Studie zeigt klar, wo politisch Handlungsbedarf besteht. Die Strukturprobleme in den Krankenhäusern müssen angegangen werden, nicht nur monetär, sondern auch personell. Wenn die Aufgabe des Transplantationsbeauftragten aufgewertet und diese entsprechend freigestellt und die Bezahlung der Entnahme der Organe auch adäquat erfolgt, wird es zu einer höheren Rate von Organspenden führen. Für die heutige Diskussion aber gibt es eine bessere Möglichkeit als die Widerspruchslösung. Eine obligatorische Abfrage zur Organspendebereitschaft. Zum Beispiel durchgeführt bei der Ummeldung beim Einwohnermeldeamt
oder bei der Beantragung eines Personalausweises. Das wäre eine Möglichkeit, die die Selbstbestimmung wahrt und die nachweisbare Organspendebereitschaft dokumentiert. Die möglichen Antworten würden die gleichen bleiben, wie wir sie bereits heute vom Organspendeausweis stehen. Ja, nein oder Angehörige entscheiden. Auch ein Weiß nicht wäre legitim. Änderungen wären zu jedem Zeitpunkt möglich, aber nur wer zustimmt, gilt als potenzieller Organspender. Kein gesetzlicher Entscheidungsdruck wie bei der Widerspruchslösung, auch kein moralischer Druck, nur eine obligatorische Frage beim Behördengang. Obwohl ich als Arzt grundsätzlich auf ein Ja hoffe, sage ich auch als Politiker ganz klar, zu Selbstbestimmung gehört auch, sich nicht entscheiden zu müssen. Denn jede Entscheidung sollte gleichwertig sein. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ja. Verfassungsrechtlich und an meiner freiheitlichen Lebensphilosophie orientieren, habe ich massive Probleme, wenn wir eine Zustimmung ohne ausdrückliche Willenserklärung des Einzelnen annehmen. Das schürt Ängste, schreckt womöglich ab. Das menschliche Subjekt wird so zum Ersatzteillager degradiert. Das ist ein tiefer Einschnitt in der verfassungsmäßig garantierten Selbstbestimmung. So bitte nicht. Dankeschön. Andrew Ullmann aus, ja, und wie ich vermute, auch tatsächlich für die FDP-Fraktion, denn die bisherigen Redner legen nahe, dass die Fraktion zumindest mehrheitlich sich gegen eine Widerspruchslösung ausspricht, wenn nicht sogar geschlossen. Das versuchen wir noch rauszukriegen im Laufe dieses Tages. Jetzt Harald Weinberg aus der Linksfraktion. Anders legen, weg von dem Zustimmungsverfahren. Ich selber halte es nicht für das Hauptproblem und ich meine, der Blick auf die anderen Länder und die Praxen der anderen Länder zeigen das auch. Wenn man halt sich das mal betrachtet, auf 1 Million Einwohner kommen in Deutschland 10,3 Spender, auf 1 Million Einwohner kommen in Dänemark 17,1 Spender und in Spanien 43,4 Spender. Ist bereits gesagt worden, das ist de facto das Vierfache von dem, was wir sozusagen in Deutschland haben. Das hat, glaube ich, auch relativ viel zu tun mit der Frage, wie das Ganze organisiert und insgesamt auch strukturiert ist. Und es hat auch etwas zu tun, und darauf will ich als Erstes auch noch mal kommen, was wir aus der Krankenhauslandschaft in Deutschland auch ein Stück weit gemacht haben. Wir haben zugelassen, dass Krankenhäuser mehr und mehr auch wie Unternehmen agieren und das Ganze weitgehend auch kommerzialisiert ist durch das Finanzierungssystem. Und da gibt es dann in der Tat Interessenskonflikte, gerade bei kleinen und mittleren Krankenhäusern in einem ganz hohen Maße, weil das Nadelöhr unter den gegebenen Wettbewerbs- und Finanzierungsbedingungen die Organisation und Finanzierung der Organentnahme nach Identifikation eines Spenders ist. Das muss man sich noch mal auch ein bisschen anschauen. Das ist ein aufwendiger Prozess. Es geht da um mehrere Tage, es geht nicht einfach nur um einen Tag, es geht um mehrere Tage, es geht um mehrere Fachdisziplinen, die einbezogen werden müssen in den Krankenhäusern, wo die Entnahme stattfinden soll. Es geht um zahlreiche Untersuchungen, die durchgeführt werden müssen, auch Untersuchungen an dem Spender, an dem entsprechenden potenziellen Spender. Und es geht um die Belegung von Operationssälen und Intensivbetten über einen langen Zeitraum. Und das sind bei kleinen, mittleren Krankenhäusern sind die OPs logischerweise, wenn man so will, ein Stück weit halt eben die Werkbank des Krankenhauses und es gibt entsprechende Einnahmeausfälle. Nur die Organentnahme als Einzelnes wird pauschal erstattet, die entgangenen Einnahmen werden nicht ausgeglichen. Hier setzt das Gesetz, was jetzt vorgelegt worden ist, im ersten Entwurf für bessere Zusammenarbeit und bessere Strukturen bei der Organspende an. Das ist auch durchaus gut so und das ist auch anerkennenswert. Wir haben aber das Problem, dass die Diskussion, die wir insgesamt führen, auch in der Öffentlichkeit, in der Medienöffentlichkeit in Deutschland, im Wesentlichen von dieser Frage der Zustimmungsregelung dominiert ist und eigentlich diese Fragen so, vielleicht sind sie nicht hip genug, so nicht im Fokus stehen. Das sind aber meines Erachtens die zentralen Fragen. Richtig in Dreif bekam das Thema erst durch die Debatte um die Widerspruchslösung. Ich halte diese Debatte in Bezug auf die Spendenbereitschaft, die ja bereits mehrmals genannt worden ist, für überbewertet. Ich will noch auf zwei Aspekte hinweisen. Einmal das Problem, logischerweise, was wir auch gehabt haben, das Ganze ist schon beschwert durch die Skandale, die es in der Vergangenheit gegeben hat. Das muss man sehen, da hat es allerdings auch Maßnahmen entsprechend gegeben. Die DSO ist jetzt deutlich besser auch kontrolliert und wird deutlich besser beaufsichtigt.
Wir haben allerdings auch erlebt, durchaus ja auch in den Gerichten halt eben, dass bestimmte Skandale, die in Göttingen im Wesentlichen sich auch in Luft aufgelöst haben. Das muss man ja auch nochmal sehen. Aber das Ganze hängt natürlich noch deutlich nach. Und ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, dass wir bei der Spendenbereitschaft nicht nur die Sachinformationen in den Vordergrund stellen. Für viele Menschen ist das auch ein hochemotionales Thema. Und ich glaube, dass man auch diese emotionalen Zugänge ein Stück weit halt eben auch in den Fokus nehmen muss bei den Beratungsmöglichkeiten. Meine persönliche Position, was diese Zustimmungsregelung betrifft, sage ich am Ende dann auch nochmal. Ich bin für eine erweiterte Zustimmungsregelung mit obligatorischer Beratung in Abständen, in zeitlichen Abständen. Und ich finde es schon nochmal interessant, es hat einen Transplantationsmediziner gegeben, der hat das mal mit in die Diskussion gebracht, dieses Wechselseitigkeitsmodell. Auch darüber könnte man meines Erachtens mal nachdenken. Wer sozusagen bereit ist, halt eben auch einen Spendeausweis zu tragen, bekommt sozusagen im dann Spenderegister entsprechende Bonuspunkte, wenn er selber in die Situation gerät, dass er Spendenorgane braucht. Das wäre nochmal eine Sache, über die man nachdenken kann. Vielen Dank. Dankeschön, Harald Weinberg. Nächste Rednerin, Katja Keul. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, bislang gibt es in dieser Debatte ja zumindest mal einen Konsens. Und zwar einen Konsens darüber, dass postmortale Organspenden wünschenswert sind, um das Leben der Empfänger zu retten. Ich finde es wichtig, das festzustellen, da auch diese Position nicht selbstverständlich oder denklogisch zwingend wäre. Konsens ist außerdem, dass es strukturelle Defizite in den Krankenhäusern gibt, die in jedem Falle beseitigt werden müssen, um Organspenden zu fördern. Die meisten von uns gehen außerdem davon aus, dass die tatsächliche Spendenbereitschaft grundsätzlich höher ist als die dokumentierte Spendenbereitschaft. Um diese Differenz zu verringern, wollen nun die Vertreter der Widerspruchslösung das ausdrückliche Einverständnis durch eine gesetzliche Fiktion ersetzen. Ich möchte mich darauf konzentrieren, aufzuzeigen, warum die Widerspruchslösung nicht mit unserer Verfassung, namentlich Artikel 1 Grundgesetz, in Einklang zu bringen ist und deswegen ausscheiden muss. Nach der Widerspruchslösung muss jemand eine Organentnahme nach Eintreten des Hirntodes dulden, wenn er zu Lebzeiten nicht widersprochen hat. Der Hirntod an sich beendet aber nicht automatisch jeden Grundrechtsschutz, sondern verändert ihn lediglich in seinem Gehalt. Das über den Tod hinauswirkende Persönlichkeitsrecht des Verstorbenen bewirkt, dass lebzeitige Entscheidungen und Verfügungen über den eigenen Körper und seine Organe auch nach dem Tode zu achten sind. Durch den Hirntod wird der Mensch nicht zu einem bloßen Objekt. Das ist und bleibt Kern der Menschenwürde des Artikel 1 Grundgesetz. Die Entnahme der Organe ist daher ein schwerwiegender Eingriff in höchstpersönliche Rechte, der auch nach Eintritt des Hirntods gerechtfertigt werden muss. Eine Rechtfertigung läge in jedem Fall dann vor, wenn es sogar eine Pflicht zur Duldung der Organentnahme gäbe. Also eine Art Solidaritätspflicht nach dem Motto, da jeder potenzieller Empfänger sein kann, muss man auch immer potenzieller Spender sein. Dabei wird zunächst mal verkannt, dass gerade nicht jeder auch zwangsläufig Empfänger fremder Organe sein möchte. Auch dafür ist mindestens der mutmaßliche Willen der Betroffenen zu ermitteln. Außerdem steht einer solchen Pflicht gerade Artikel 1 Grundgesetz entgegen, der uns untersagt, einen Menschen zum Objekt, das heißt zu einem Mittel zum Zweck zu machen. Und zwar auch dann, wenn der Zweck die Rettung eines anderen Menschenlebens sein soll. Eine Pflicht zur Organspende, ungeachtet der ethischen, religiösen oder sonstigen Anschauung eines Menschen, scheidet daher aus. Es wird auch nicht besser, wenn mit einer gesetzlichen Vermutung aus einem Schweigen eine Zustimmung gemacht werden soll. Nichts spricht dafür, dass Menschen, die ihren Willen nicht dokumentiert haben, eine bewusste Entscheidung getroffen haben. Im Gegenteil, die Zahlen sprechen dafür, dass sie sich mit dem Thema noch gar nicht befasst haben. Ihnen trotzdem eine Spendebereitschaft zu unterstellen, wäre eine Verletzung Ihres Selbstbestimmungsrechts und ihrer postmortalen Würde. Für die Unverhältnismäßigkeit eines solch schwerwiegenden Eingriffs ohne Zustimmung des Betroffenen oder der Angehörigen spricht auch die Tatsache, dass es andere, weniger eingriffsintensive Maßnahmen gibt, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Beheben wir zunächst die bekannten strukturellen Defizite und erhöhen dadurch das Vertrauen der Menschen in die mit der Organspende beauftragten Institutionen. Und dann lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir künftig die Spendebereitschaft in regelmäßigen Abständen bei geeigneter Gelegenheit abfragen. Hier sind verschiedene Modelle denkbar, vom Hausarztbesuch bis zum Personalausweis. Allerdings sollten wir bedenken, dass staatlicher Zwang auch kontraproduktiv wirken kann und eine negative Entscheidung und wir dann eine negative Entscheidung möglicherweise für lange Zeit festgeschrieben haben.
Stellen wir also sicher, dass die Bürgerinnen und Bürger gut informiert werden, trauen wir ihnen Verantwortungsbewusstsein zu und achten wir vor allem ihr Selbstbestimmungsrecht im Umgang mit ihrem Tod. Vielen Dank. Katja Keul für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und auch hier muss ich wieder vorsichtig sein. Wenn ich sage für die Fraktion, dann hat sie doch in erster Linie für sich und ihre Position hier geworben. Denn auch bei den Grünen gibt es unterschiedliche Vorstellungen, wie in Zukunft mit dem Thema Organspende umzugehen sei. Georg Nüßlein jetzt für die Unionsfraktion oder auch für seine Position dabei. Verfahren in der Bundesrepublik Deutschland erkennbar versagt haben. Das gilt auch für die erweiterte Zustimmungslösung. Das ist Fakt. Zweitens, ich verstehe das, was die Kollegin gerade eben zur Verhältnismäßigkeit juristisch vorgetragen hat, aber meine Damen und Herren, daraus abzuleiten, wir sollten jetzt einen langwierigen Prozess kleiner Schritte einzuleiten, halte ich mit Blick auf die vielen Betroffenen, die leiden, für nicht den richtigen Weg. Aus Sicht jemand, der auf ein Spenderorgan wartet, gibt es keine Zeit zu verlieren. Ich sage Ihnen ganz offen, dass ich für die Widerspruchslösung bin, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das Recht auf Selbstbestimmung nicht in unzulässiger Weise angetastet wird. Den Kritikern geht es auch im Kern nur um das Recht, sich nicht mit Tod und Organspende beschäftigen zu müssen, also nur um einen ganz kleinen Teil der Selbstbestimmung. Ich will gar nichts dazu sagen, wie lebensfremd es ist, sich damit nicht beschäftigen zu wollen. Aber meine Damen und Herren, in Zukunft, wenn die Widerspruchslösung zum Tragen käme, wäre es genau umgekehrt. Die, die der Spende aufgeschlossen gegenüber sind, erstehen, müssen sich nicht mit der Thematik beschäftigen, müssen sich nicht entscheiden. Nun will ich hier nicht die vielen juristischen Argumente zur Verfassungsmäßigkeit bemühen an der Stelle, auch nicht mit Blick auf die Zeit, aber ich bitte, zwei Fälle mal in Augenschein zu nehmen, die der Thematik ziemlich nahe kommen. Das ist das Testament und die Patientenverfügung. Schreibe ich kein Testament, bin ich einverstanden mit der Erbfolge, die der Gesetzgeber vorgibt. Mache ich keine Patientenverfügung, bin ich einverstanden damit, dass lebenserhaltende Maßnahmen getroffen werden, ich an Maschinen hänge am Schluss. Übrigens in der Konsequenz für den Betroffenen noch viel weitergehender wie die Organspende bei Hirntod. Was die Thematik angeht, des Widerspruchs, sprechen Kirchen von einem Paradigmenwechsel. Ich sage ihm genau, den will ich, diesen Paradigmenwechsel. Es ist bei uns der Normalfall, dass dann, wenn man krank wird, ein Organ braucht, dass man darauf hofft, dass man eines bekommt. Leider Gottes umsonst vielfach. Und dann kann es doch, meine Damen und Herren, und muss es doch der Normalfall sein, dass man grundsätzlich mal zur Spende bereit ist. Und deshalb liegt sich ist naheliegend, dass die Widerspruchslösung genau dieses Widerspruch als den Normalfall definiert. Das ist mir ein Anliegen. Und wenn ich die Kirchen zitiere, meine Damen und Herren, dann sprechen die Kirchen, ich meine zu Recht, von der Organspende als Akt der Nächstenliebe. Meine Damen und Herren, für einen Christenmenschen ist die Nächstenliebe nicht der Ausnahmefall, sondern der Normalfall. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, wir sind auf einem guten Weg, wenn wir hier sehr umfassend darüber nachdenken, wie man das Thema reformieren kann. Natürlich muss man dazu Vertrauen schaffen. Ich bin froh, dass hier bisher noch niemand aufgetreten ist, der überhaupt generell über das Hirntodkonzept diskutiert. Ich sehe auch die Skandale, meine Damen und Herren, die Allokationsskandale, die es gegeben hat. Das muss man ganz klar sagen. Die hat es auch deshalb gegeben, weil wir zu wenig Organe haben. Und deshalb macht es Sinn, dass wir diese Diskussion hier vertiefen und am Schluss, glaube ich, zu einem Ergebnis kommen, der so oder so die Situation verbessern wird. Georg Nüßlein, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion, hat hier auch noch mal die Position der Kirchen erwähnt. Es gibt auch Kritik aus der katholischen Kirche, die sagt, die Widerspruchslösung unterminiere die Patientenautonomie und die Würde des Menschen. Der nächste Redner am Pult ist Jörg Schneider aus der AfD-Fraktion. Wenn sich tatsächlich mal eine solche Situation ergibt,
Ich denke, wir brauchen zunächst einmal so etwas wie ein elektronisches Register. Es wurde ja schon von einigen Vorrednern angesprochen, wenn ich einen Behördengang mache, werde ich gefragt, möchtest du Organspender werden? Mit den Auswahlmöglichkeiten, ja. Ja, vielleicht nur für bestimmte Organe. Nein, ich muss vielleicht auch sagen können, nein, ich möchte diese Frage nie wieder in meinem Leben gestellt bekommen. Und ich kann auch sagen, ich habe mir noch keinen Gedanken darüber gemacht, fragt mich beim nächsten Mal. Diese Entscheidung muss widerruflich sein. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dann haben wir eine sehr gute Chance, dass wir tatsächlich viel mehr Menschen, die heute schon ihre Organe spenden würden, tatsächlich auch zu einer klaren Abgabe, einer Klärung bewegen können. Der zweite Aspekt, auf den ich hinaus möchte, ist die Verbesserung der Organisation in den Kliniken, in denen Entnahmen stattfinden. Ich war Mitglied der Parlamentariergruppe, die sich unter anderem in Spanien informiert hat, haben mir eine Menge Anregungen aufgenommen. Dort gehört die Vorbereitung der Organentnahme zum Ausbildungsrepertoire der Intensivmediziner. Die wissen, wie sie einen potenziellen Spender erkennen können, welche Maßnahmen getroffen werden müssen, um eine Spende vorbereiten zu können. Dazu gehört auch, dass ich Menschen dahingehend ausbilde in den Krankenhäusern, dass sie Gespräche führen können mit Angehörigen, um über eine vorliegende Entscheidung zu informieren, aber letztendlich auch, um dort, wo keine Entscheidung vorliegt, wo es vielleicht um minderjährige Spender geht, eine Entscheidung einzuholen. Wir müssen uns auch natürlich Gedanken darüber machen, die Kliniken, die in denen Organe entnommen werden, finanziell entsprechend besser auszustatten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, wenn wir verzichten, uns auf dieses dünne Eis der Widerspruchslösung zu begeben, wenn wir einfach dafür sorgen, dass wir auf diese Art und Weise das Vertrauen der Menschen in diesem Land erhalten, dann haben wir einfach im Bereich der Organisation des ganzen Apparates der Zustimmungslösung, der besseren Organisation in den Entnahmekliniken tatsächlich eine reelle Chance, das Ziel zu erreichen, das wir alle erreichen wollen, nämlich mehr Menschenleben zu erretten durch Organspenden. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Jörg Schneider. Jörg Schneider aus der AfD-Fraktion. Und wir haben noch eine kleine Besonderheit, denn jetzt kommt schon die zweite ehemalige Ministerin für den Themenbereich Gesundheit. Hermann Gröhe haben wir ja auch schon gehört und Jens Spahn, den amtierenden Bundesgesundheitsminister, auch. Ulla Schmidt jetzt. Ich beteilige mich an den Debatten über die Frage Organspende seit mehr als einem Vierteljahrhundert hier in diesem Parlament. Und immer hat das Parlament mit all seinen Mitgliedern darum gerungen, was eigentlich die beste Lösung ist. Wie wir tatsächlich die einerseits Bereitschaft der Menschen, Organe spenden zu wollen, zusammenbringen mit den tatsächlichen Organspenden. Und die gleichen Vorschläge, wie auch heute sind, sind immer wieder auch gekommen und es hat immer wieder auch Fortschritte gegeben, aber es hat auch Eingriffe gegeben und Rückschritte, die waren oft vom Äußeren her bedingt. Und ich sage mal, die Menschen sind es auch wert, dass wir diese Diskussion führen, denn auf ein Spenderorgan zu warten und keins zu bekommen, das ist in der Regel gleichzusetzen, auch mit einem Todesurteil. Und trotzdem glaube ich, dass wir genau sehen müssen, was hat denn welche Wirkung. Immer wieder kam auch die Widerspruchslösung. Und ich bin gegen die Widerspruchslösung gewesen, nach vielen Diskussionen, weil ich die Befürchtung habe, dass die Einführung der Widerspruchslösung uns in dem Glauben wiegen würde, damit wäre alles geregelt. Das ist es nicht. Die Erfahrungen mit anderen Ländern, zu meiner Zeit auch als Gesundheitsministerin, waren die Organspenden in Mecklenburg-Vorpommern höher als in Österreich, das eine Widerspruchslösung hatte. Wir hatten Länder, die hatten die Widerspruchslösung und die Organspenden waren gering und andere waren hoch. Und es trifft das zu, was hier heute genannt wird. Entscheidend ist die Organisation im Krankenhaus. Entscheidend ist, ob wir tatsächlich Transplantationsbeauftragte haben, die freigestellt sind, die die Zeit haben, mit Menschen zu reden, die nicht am Versorgungsprozess beteiligt sind, weil es eben schwierig ist, als behandelnder Arzt oder Krankenpfleger zu fragen, ist Ihr Angehöriger eigentlich Organspender? Sind Sie das? Sondern wir brauchen dazu Menschen, die gelernt haben, mit den Angehörigen zu reden. Und ich habe viele Veranstaltungen gehabt und Angehörige haben mir gesagt, wir waren eine Woche auf der Intensivstation, aber wissen Sie, niemand hat uns angesprochen, aber wir hätten Ja gesagt.
Und deshalb das, was im Gesetz auch vom Gesundheitsminister angelegt ist, zu sagen, wie verbessern wir die Organisation, wie gehen wir um mit den Transplantationsbeauftragten, wie finanzieren wir eigentlich die potenziellen, auch die Entnahmekrankenhäuser mit einer stabilen Finanzierung. Das ist der Weg und da sollten wir dran diskutieren, wie wir das eigentlich noch besser machen, als es im jetzigen Entwurf ist. Der zweite Punkt ist, ich teile alle, die hier sagen, es ist in unserer Rechtsordnung nicht vorgesehen, dass Nichtsagen Zustimmung ist. Ich kenne die Fälle nicht. Wir haben, und das auch zu Recht gesagt worden, wird ja auch vom Vorsitzenden des Ethikrats gesagt, es kann nicht sein, dass wir bei der Weitergabe unserer Daten die Zustimmung, und zwar die aktive Zustimmung zur gesetzlichen Voraussetzung machen. Aber da, wo es um meine Organe geht, wir sagen, wenn du schweigst, ist das ein Ja. Das kann es nicht geben und ich glaube auch nicht, dass wir damit weiterkommen werden. Und der dritte Punkt, und da spreche ich einmal hier auch in meiner Funktion als Bundesvorsitzende der Lebenshilfe. Widerspruchslösung. Was ist denn mit den Menschen, die schwere psychische Beeinträchtigungen haben? Was ist mit den Menschen mit geistigen Behinderungen oder anderen Beeinträchtigungen? Ich sage Ihnen aus meiner Erfahrung, die Menschen sind oft emotional nicht in der Lage, eine solche Entscheidung zu treffen. Sind die dann automatisch Organspender oder Spenderin oder was machen wir eigentlich damit? Auch diese Fragen müssen wir hier in diesem Parlament bewahren, denn auch Menschen mit Behinderungen, Menschen, die sich nicht entscheiden wollen, Menschen, die sehr schwer psychisch krank sind, haben ein Recht auf Selbstbestimmung. Und lassen Sie uns darüber reden, wie wir mit all diesen Punkten zurechtkommen. Dann finden wir am Ende vielleicht wieder eine bessere Lösung, als wir jetzt haben. Dankeschön. Vielen Dank, Ulla Schmidt, frühere Bundesgesundheitsministerin, hat noch mal auf strukturelle, organisatorische Defizite hingewiesen. Helfen soll ja da das Gesetz für bessere Zusammenarbeit und bessere Strukturen bei der Organspende. Das im parlamentarischen Prozess ist jetzt Wolfgang Kubicki, FDP. Bemerkenswerte Debatte, die wir hier führen, weil ich feststelle, dass zwar quer durch alle Fraktionen es zu dem Thema, um das wir uns gerade bemühen, es unterschiedliche Auffassungen gibt. Das gibt es in meiner Fraktion auch, die Behauptung, wir seien für eine eindeutige, verpflichtende Entscheidungslösung, ist unzutreffend. Die Hälfte, nahezu die Hälfte meiner Fraktion hat eine andere Auffassung. Aber das ist auch gut so, weil das eine Kernfrage ist, die das, was Frau Keul gesagt hat, die Würde des Menschen unmittelbar berührt und auch eine höchstpersönliche Entscheidung ist. Ich komme noch mal dazu, warum das wichtig ist, auch für die weitere Debatte. Frau Schmidt, ich habe nie mir vorstellen können, dass ich Ihnen mal zustimme, weil die Suggestion, die aufgebaut wird, mit der Widerspruchslösung würde man mehr Organentnahmen sozusagen befördern, diese Suggestion ist falsch. Ich könnte jetzt auch etwas apolitisch sagen, wir haben einfach zu wenig Gehirntote. Denn das Transplantationsgesetz schreibt vor, dass Organe zum Zweck einer Transplantation nur entnommen werden dürfen, wenn der Hirntod festgestellt wurde. Ein solcher Fall tritt aber, wenn man sich mit Medizinern unterhält, nur ein, wenn der Körper mittels maschineller Beatmung mit Sauerstoff versorgt wird, da ohne eine solche Maßnahme in kurzer Zeit alle Organfunktionen erlöschen würden. Und da beginnt ein dramatisches juristisches Problem. Jeder ärztliche Eingriff ist rechtswidrig, es sei denn, er wird durch die Zustimmung des Patienten legitimiert. Und wenn wir uns die Frage stellen, was passiert eigentlich in der Phase, wo der Mediziner entscheiden muss, ob das noch dem Patienten dient, also seiner Wiederherstellung, oder ob es eine organprotektive Maßnahme ist, die dazu dient, die Organe zu erhalten, die man für die Transplantation braucht, dann braucht man für diese Phase auch eine positive Zustimmung des Patienten, solange er lebt, denn diese Phase ist durch die Rechtsprechung, durchs Recht nicht mehr gedeckt. Und ich sage allen Beteiligten, dem deutschen Recht ist es fremd, Schweigen als Zustimmung zu werten. Das kennen wir nicht. Das geht tatsächlich auch nur mit Freiwilligkeit, mit Zustimmung der jeweils Betroffenen zu ihren Lebzeiten, bei Vollbewusstsein ihrer Kräfte. Es gibt übrigens ein weiteres Problem, was noch gar nicht angesprochen worden ist. Was machen wir mit denjenigen, die Organe spenden wollen, aber eine Patientenverfügung verfasst haben, in der festgehalten wird, dass lebensverlängernde Maßnahmen nicht mehr eingesetzt werden dürfen, wenn die Therapie aussichtslos ist? Was gilt dann? Nicht die protektive Maßnahme oder die Patientenverfügung? Ich will nur sagen, diese Probleme bewältigen wir durch die Widerspruchslösung in keiner Weise. Die verpflichtende Entscheidungslösung. In diesem Fall
widerspreche ich, dass der Staat das Recht hat, die Menschen zu bitten oder zu verpflichten, eine Erklärung überhaupt abzugeben. Was machen wir denn mit denen, die sagen, ich gebe gar keine Erklärung ab? Nicht von wegen Ja, Nein, Enthaltung, sondern ich gebe gar keine Erklärung ab. Ich will mich niemandem gegenüber offenbaren in dieser Frage. Warum nicht? Weil der Legitimationsdruck sonst so stark wird, dass ich mich moralisch dafür rechtfertigen will, dass ich nicht bereit bin, meinen Körper oder Teil meines Körpers zu opfern, um andere Leben zu retten. Dieser Legitimationsdruck, den darf der Staat von den Menschen nicht erwarten. Und deshalb widerspreche ich auch vehement dieser verpflichtenden Entscheidungslüge. Werben wir dafür, dass Menschen sich bereit finden, Organe zu spenden. Klären wir auf. Dann ist viel mehr dafür getan, als die Diskussion über eine Widerspruchslösung zu führen oder über die Frage, ob wir Menschen verpflichten können, sich zu offenbaren. Und ich glaube, wir sind mit der Diskussion auf einem guten Weg und wir werden auch eine vernünftige Lösung finden. Ich selbst werde weder einer Widerspruchslösung noch einer verpflichtenden Entscheidungslösung zustimmen. Herzlichen Dank. Wolfgang Kubicki, FDP, hat noch mal darauf hingewiesen, dass hier die unterschiedlichen Vorstellungen quer durch alle Fraktionen gehen. Und das gelte auch für die FDP. Wir hatten ja vorhin den Eindruck gehabt, dass vor allem Kritiker der Widerspruchslösung hier ans Pult gegangen sind und daraus leicht abgeleitet, dass es mehrheitlich eine solche Verteilung in der Fraktion gibt. Nun sagt Wolfgang Kubicki, es ist anders und es gibt sehr viel vielfältigere Ansichten bei der FDP-Bundestagsfraktion. Katrin Vogler aus der Linksfraktion jetzt am Pult. Auf Leben und auf Lebensqualität. Und wer sich da dafür entscheidet, nach seinem Tod als Organspenderin oder Organspender zur Verfügung zu stehen, der leistet einen Akt der individuellen Solidarität mit einem wildfremden Menschen, aber eben auch einen Dienst an der Gesellschaft. Und ich finde, deswegen haben diese Personen ihrerseits Anspruch auf Anerkennung und Wertschätzung. Es ist eben keine Selbstverständlichkeit oder nach dem Tod eintretende Bürger- und Bürgerinnenpflicht, sondern ein Ausdruck individueller Selbstbestimmung in sozialer Verantwortung. Und das Bewusstsein dafür ist in den letzten Jahren gewachsen, was sich an der zunehmenden Zahl von Organspendeausweisen, aber auch an einer überwiegend positiven Haltung der meisten Menschen zur Organspende nach dem Hirntod ausdrückt. Und angesichts dessen, Herr Spahn, habe ich mich schon sehr gewundert, dass Sie als Gesundheitsminister, der diese positive Entwicklung ja kennen müsste, sich im Sommer dieses Jahres für die Einführung einer Widerspruchsregelung ausgesprochen haben. Nochmal klar zu machen, was das bedeutet. Das würde bedeuten, dass jemand, der zu Lebzeiten keine Erklärung zur Organspende abgegeben hat, dann automatisch als Organspenderin oder Organspender gelten würde. Wohingegen es heute so ist, dass vor einer Organentnahme der mutmaßliche Wille des Verstorbenen erkundet werden muss. Auch die Angehörigen werden in diese Klärung einbezogen. Und wenn nicht geklärt werden kann, wie die Person zur Organspende gestanden hat, dann dürfen keine Organe entnommen werden. Und ich finde, dieses Vorgehen, das entspricht der Menschenwürde und der Selbstbestimmung, die in unserer Rechtsordnung auch über den Tod hinaus zu respektieren sind. Wozu sonst hätten wir denn Bestimmungen zum Umgang mit Toten, wie etwa den Strafrechtsparagraphen 168, der eine Störung der Totenruhe mit bis zu 3 Jahren Haft bedroht. Und vor diesem Hintergrund, finde ich, müsste schon eine Widerspruchsregelung aus ähnlich hochstehenden Rechtsgütern zu begründen sein. Und das ist sie aus meiner Sicht aus mehreren Gründen nicht. Denn eine Widerspruchsregelung ist weder notwendig, noch ist sie geeignet überhaupt, um das Ziel einer besseren Versorgung mit Spenderorganen und damit eben auch mehr Überlebensmöglichkeiten für die Menschen auf der Warteliste zu erreichen. Aus der bereits mehrfach angesprochenen Studie der Universitätsklinik Kiel geht nämlich hervor, dass im Jahr 2015 von 27.258 Todesfällen in Krankenhäusern, die für eine Organspende in Frage gekommen wären, nur 2.245, und das sind gerade mal 8,2%, an die zuständige Stiftung Organtransplantation überhaupt gemeldet wurden. Und nur bei 3,2% kam es dann tatsächlich zur Entnahme von Organen. Und diese Quote entwickelt sich genau rückläufig zu der Bereitschaft der Bevölkerung. Der Anteil der Menschen mit Organspendeausweis hat sich von 22% im Jahr 2012 auf 32% im Jahr 2016 und in den letzten 2 Jahren noch mal weiter erhöht. Und wenn dann trotzdem diese Realisierungsquote nur bei 3,2% liegt, dann zeigt das doch, dass es in den Krankenhäusern selbst sehr viele praktische, konkrete Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Und bevor diese nicht ausgeschöpft sind, sollte man nicht an eine Widerspruchsregelung denken.
Aus meiner Sicht ist es wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Ökonomisierung der Krankenhäuser durch die verhängnisvollen Fallpauschalen dazu führt, dass Intensivbetten und OPs mit lukrativem Patientengut, was für ein schrecklicher, menschenfeindlicher Begriff, ausgelastet sein müssen. Und eigentlich müssen wir daran, aber da sehe ich jetzt hier leider keine Mehrheit, aber eine Widerspruchsregelung, die könnte sogar gegenteilige Effekte haben. Und deshalb möchte ich gerne dafür werben, dass wir uns gemeinsam um eine bessere Information und Beratung zur Organspende, aber vor allem auch um eine bessere Organisation in den Krankenhäusern bemühen. Ich danke Ihnen. Sachlich, nachdenklich und bisweilen eindringlich diskutiert der Bundestag über die Zukunft der Organspende, über eventuelle Reformen der jetzigen Regelung. Und jetzt spricht Silvia Kotting-Uhl, Bündnis 90 Die Grünen. Ich will nicht darüber reden, was die Lösung sein könnte und ob die Widerspruchslösung oder die Widerspruchsregel irgendetwas zur Lösung beitragen könnte. Da schließe ich mich an Kirsten Kabat-Gonter, meine Fraktionskollegin, an, die das auch für mich sehr gut dargelegt hat und die auch dargelegt hat, wie wichtig die Freiwilligkeit ist, wenn wir die Anzahl der Spenden tatsächlich erhöhen wollen. Ich glaube aber, dass es noch einen ganz anderen, mindestens genauso gravierenden Grund wie den der eventuellen Nutzlosigkeit gibt, die Widerspruchsregel nicht zu praktizieren. Und mir geht es da um das Verhältnis des Staates zu seinen Bürgerinnen. Ich bin ein Mensch, die selten stolz ist auf etwas, aber ich bin stolz auf unser Grundgesetz. Ich finde das eine großartige Leistung, dieses Grundgesetz aus den Erfahrungen tiefster, schwärzester Zeiten heraus den Menschen mit seiner unveräußerlichbaren Würde in den Kern unserer Verfassung zu stellen. Aber Ethiken, die auf der Menschenwürde fußen und den daraus abgeleiteten Menschenrechten, geraten zunehmend, nicht erst heute, sondern zunehmend und in weiten Teilen der Welt unter Druck durch utilitaristische Ethiken. Utilitarismus, der den Nutzen für die Gesellschaft im Vordergrund sieht und das zum ethischen Maßstab macht. Was ist das Beste für die Gesamtgesellschaft? Durchaus eine Ethik, die man nachvollziehen kann, dass man das für sehr wichtig hält, aber es nimmt dem Menschen im Kern die Würde und ersetzt ihn durch den Wert. Welchen Wert hat der Mensch für die Gesellschaft? Wir reden sehr oft, wenn wir politische Entscheidungen herbeiführen müssen, zwischen den beiden Polen, Prinzipien und Pragmatismus und müssen irgendwie unseren Weg darin finden. Und sehr oft haben es die Prinzipien dann schwer, weil es natürlich im Moment situativ immer sehr verlockend ist, genau dem nachzugeben, was für diese Situation, die ich jetzt habe oder die ich jetzt lösen möchte, am besten erscheint. Und es ist oft ein harter Kampf, dann zu sagen, wir haben aber Prinzipien. Und eines dieser Prinzipien ist eben die Menschenwürde. Manchmal ist es fast so, dass man um dieses hehren Prinzips Menschenwürde willen das Gefühl hat, man muss sein Herz ausschalten. Ja? Man darf seinem Bauchgefühl nicht mehr folgen. Und wo wäre das stärker als in diesem Umfeld, in dem wir jetzt reden, wo es um Wartelisten von Menschen geht, die auf Leben hoffen, wo es um Eltern geht, die, wenn sich kein Spenderorgan für ihr Kind findet, ihrem Kind beim Sterben zuschauen müssen. Ich glaube, nichts härter als das. Also geht es um Solidarität doch am Ende. Sollen wir solidarisch sein mit all denen, die warten? Geht es um den Nutzen für die Gesellschaft? Und wer Nein sagt, ist unsolidarisch, ist nicht bereit, etwas für die Gesellschaft zu tun. Ich glaube, dass es an dieser Stelle mehr als an vielen anderen darum geht, den Kern unseres Grundgesetzes zu verteidigen. Die Menschenwürde mit dem Recht auf persönliche Freiheit und Selbstbestimmung zu verteidigen. Und Spende muss eine Spende bleiben. Ich kann aber nicht von Spende reden, wenn ich deutlich und dokumentiert klar machen muss, dass ich diese Spende gar nicht leisten will. Damit führen wir den Begriff ad absurdum. Das heißt, wir müssen, wie auch immer, die genaue Lösung, die dieser Bundestag letztlich finden wird, dann aussieht. Aber wir müssen bei der Zustimmung bleiben. Die Zustimmung muss abgefragt werden und nicht der Widerspruch.
Silvia Kotting-Uhl, Bündnis 90 Die Grünen und der nächste Redner in dieser Orientierungsdebatte zum Thema Organspende ist Stefan Pilsinger, der so unsere Recherchen mit seinen Vorstellungen und seinen Positionen sehr nah dran liegt an den Ideen von der grünen Abgeordneten Kapat Gonta. Über das Thema Organspende sprechen begrüße ich sehr. Die Bedeutung wird an den aktuellen Organspendezahlen in Deutschland deutlich, denn diese sind erschreckend niedrig und das darf nicht so bleiben. Daher bin ich Herrn Bundesminister Spahn auch äußerst dankbar, dass er sich diesem Thema angenommen hat und den Entwurf des Gesetzes für bessere Zusammenarbeit und bessere Strukturen bei der Organspende erarbeitet hat. Der Gesetzentwurf baut auf einer zentralen Erkenntnis auf. Die niedrigen Organspendezahlen sind auf Probleme im Prozess der Organspende zurückzuführen. Und dann zieht der Gesetzentwurf hieraus auch die richtigen Schlüsse. Umso unverständlicher ist es für mich, dass darüber hinaus die doppelte Widerspruchslösung gefordert wird. Das halte ich für kontraproduktiv, da eine Verbesserung der Prozesse die Widerspruchslösung geradezu überflüssig macht. Ein Blick auf die weltweite Situation zeigt, dass es unterschiedliche Lösungen mit unterschiedlichen Erfolgen gibt. So haben zum Beispiel die USA mit der Zustimmungslösung hohe Organspendezahlen. In Schweden ist die Zahl gespendeter Organe trotz Einführung der Widerspruchslösung stagniert. Das zeigt deutlich, wir können nicht ohne weiteres behaupten, die Widerspruchslösung würde automatisch zu besseren Organspendezahlen führen. So einfach ist es nun mal nicht. Aber die USA und Schweden legen vielmehr den Schluss nahe, dass die schlechten Organspendezahlen auf Probleme im Prozess der Organspende zurückzuführen sind. Das sagen auch die meisten Experten sowie eine Studie des Uniklinikums Kiel. Die Widerspruchslösung verfehlt nicht nur wahrscheinlich ihr Ziel, sie ist auch ethisch mehr als bedenklich. Sie verstößt gegen unsere Werte. Man kann ein bloßes Nichtsagen einfach nicht als Zustimmung werten. Eine Organspende muss immer freiwillig sein, darauf weist schon der Begriff der Spende hin. Die Widerspruchslösung würde aber eine Pflicht zur Organspende begründen, der sich die Bürgerinnen und Bürger nur durch den rechtzeitigen und erklärten dokumentierten Widerspruch entziehen könnten. Einen solchen Paradigmenwechsel, der die Integrität des Körpers in Frage stellt, dürfen wir nicht zulassen. Wenn wir schließlich an die Verwandten eines verstorbenen potenziellen Organspenders denken, wird es bei der doppelten Widerspruchslösung gänzlich paradox. Die Hinterbliebenen werden nach wie vor in einer emotionalen Extremsituation mit der Frage der Organspende ihres Verwandten konfrontiert. Sie würden nicht mehr wie aktuell gefragt, dürfen wir die Organe ihres Verwandten entnehmen, sondern dürfen wir die Organe ihres Verwandten nicht entnehmen? Menschen in einer solchen Extremsituation, beispielsweise nach einem Autounfall, das zu fragen und indirekt zu nötigen, ihre Angehörigen als Organspender freizugeben, das finde ich grundfalsch. Aus praktischen, aus rechtlichen, vor allem aber aus ethischen Gründen bin ich daher für die Beibehaltung der Entscheidungslösung. Sinnvoll fände ich eine Lösung, bei der alle Bürgerinnen und Bürger zu einer einheitlichen Gelegenheit, zum Beispiel der Ausstellung eines Personalausweises, gefragt werden, ob sie Organspender sein möchten. Diese Lösung war zudem das Selbstbestimmungsrecht, die Würde des Menschen sowie die Integrität des Körpers. Auch würde sie Verwandte in emotionalen Ausnahmesituationen entlasten, da der Wille des Verstorbenen dokumentiert ist. Wir müssen für beides kämpfen. Mehr Organspende und absolute Freiwilligkeit der Spender. Das ist miteinander vereinbar. Vielen Dank. Stefan Pilsinger, Unionsfraktion. Und es ist vielleicht ganz hilfreich, noch mal darauf hinzuweisen, dass es einen Gesetzentwurf bereits im parlamentarischen Prozess gibt, der das Thema der Organspenden verbessern soll, die Lage insgesamt, nämlich das Gesetz für bessere Zusammenarbeit und bessere Strukturen bei der Organspende. Und darüber hinaus debattieren die Abgeordneten ja auch die Frage, wie man sich selber zukünftig zum Thema Organspende verhalten soll, ob die Zustimmungslösung beibehalten werden soll, jetzt beispielsweise mit einem Organspendeausweis, oder ob es zukünftig eine Art Widerspruchslösung geben soll. Detlef Spangenberg für die AfD ist am Pult. Meine Damen und Herren, aber keine Erwähnung der Spender. Keiner kennt die Spender. Das hat sich zum Glück jetzt geändert. Der Spender ist stärker ins Blickfeld geraten.
Denn, meine Damen und Herren, es gibt kein medizinisches Gebiet, wo Vertrauen, Moral, Ethik und der Glaube an die Götter in Weiß stärker zur Geltung kommt und kommen muss als bei diesem Gebiet. Hier sind besonders Skandale in ihrer ungeheuren Wirkung zu beachten, verbunden mit einem großen Vertrauensverlust in die Transplantationsmedizin, da es hier um Weiterleben und um Sterben geht. Damit ist es auch nicht zu vergleichen mit unnötigen, überflüssigen medizinischen Handlungen, vorgenommen aus wirtschaftlichen Erwägungen. Denn bei der Organtransplantation geht es um Leben oder Tod. Das heißt, ein unmittelbarer Bezug besteht hier. Der Spender, meine Damen und Herren, ist bereit zur Selbstaufgabe als Individuum. Das heißt, er ist ein Mensch, der hochherzig und beseelt von einer Hilfeleistung sich bereit erklärt, im Vertrauen auf andere im Sterben etwas von sich zu geben. Zur Widerspruchslösung sei gesagt, und das wurde schon hier betont, Schweigen bedeutet bei uns in unserem Rechtssystem grundsätzlich Nein, da die Fälle, wo Schweigen eine Rechtskraft erwirkt, hier nicht passen, zum Beispiel beim Mahnbescheid oder beim Erbe. Das passt nicht in dieses System und außerdem ist da immer der direkte Bezug vorhanden. Jemand wird aufgefordert zu handeln oder zu reagieren und wenn er nicht reagiert, dann tritt eine formale oder kann eine formale Rechtskraft eintreten. Aber bei der Widerspruchslösung sieht es anders aus. Da wird vorausgesetzt, dass sich jemand vielleicht sein ganzes Leben damit beschäftigen muss, was beim Sterben mit ihm passieren kann. Er muss handeln, wenn er etwas nicht möchte, obwohl ihm dies vielleicht gar nicht bewusst ist. Und es ist auch nicht zumutbar und auch kaum durchführbar, Informiertheit eines jeden zu gewährleisten, sodass er über den Widerspruch zur Organspende als notwendig ablehnende, wirkende Handlung eine Entscheidung treffen kann. Es ist also so zu sehen, dass eine fehlende Willenserklärung eben keine Erklärung ist, diese nicht abgegeben wurde und somit auch kein Einverständnis vorliegt. Dies im Gegensatz zum Spenderausweis, der eine nicht empfangsbedürftige Willenserklärung darstellt, wie der Empfänger hier die Transplantationsklinik annehmen kann oder auch nicht. Fazit: Die Widerspruchslösung erfordert eine umfassende Aufklärung, die die Spendenbereitschaft sogar zurückgehen lassen könnte, da jemand im Zweifelsfall eine Ablehnung formuliert oder formuliert hat, die er später oder unter anderen Umständen vielleicht gar nicht erklärt hätte. Mit der Einführung der Widerspruchslösung kann man nicht mehr, das wurde auch schon gesagt, von einer Spende sprechen, denn die Spendenbereitschaft wurde nicht erklärt. Vielmehr handelt es hierbei dann um eine allgemeine, staatlich, gesetzlich angeordnete Organentnahme, der man widersprechen kann. Ich denke, wir sollten bei der eindeutigen Einverständniserklärung bleiben. Das ist rechtlich sauber und berücksichtigt das Selbstbestimmungsrecht eines jeden Einzelnen. Die Widerspruchsregelung ist somit abzulehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Spangenberg. Detlef Spangenberg aus der AfD-Fraktion und ihm folgt jetzt aus der SPD-Fraktion Hilde Mattheis. Und ich muss mir diese Formulierung aus und nicht für die jeweilige Fraktion heute noch ein klein wenig antrainieren. Im Moment geht es ganz gut. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zahlen sind hier mehrfach genannt worden und die Notwendigkeit, die Spendezahlen zu erhöhen und das zu unterstützen, ist auch vielfach genannt worden. Deshalb ist es für mich ebenfalls unverständlich, dass wir an dieser Stelle eine Debatte führen, die eigentlich den Kern dessen, was schon in einem Gesetzentwurf vorliegt, ein Stück weit überdeckt. Weil mit diesem Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit und Verbesserung der Strukturen bei der Organspende wollen wir genau das machen, was zu einer Erhöhung der Organspendezahlen führt. Deshalb war es dann noch mal mehr unverständlich, dass der Minister, der dieses Gesetz vorlegt, diese Debatte lostritt. Von daher, ich will noch mal sagen, es ist wichtig, natürlich, und die Zahlen 12.000 Menschen warten auf eine Spende, da ist das ganze Elend eigentlich schon ausgesagt. Und Angehörige, die um ihre Kinder, um ihre Ehepartner bangen. Das ist alles wirklich ein unglaubliches Leid. Und natürlich ist das Leid auf der anderen Seite genauso unendlich, in irgendeinem Krankenhauszimmer gefragt zu werden, ist der Angehörige als Organspender, ist er zur Verfügung? Stellt er sich bereit? Was sagen Sie? Und mit der doppelten Widerspruchslösung würden wir vor allen Dingen die Angehörigen vor diese schwierige Aufgabe stellen.
Wir würden Ihnen sagen, Ihr Vater, Ihre Mutter hat nicht widersprochen. Wie sehen Sie das? Und dann ist das Problem, dass wir im Prinzip genau auf dieser Grundlage eine Organspende provozieren, die ich aus ethischen, aus anderen Gesichtspunkten, aus rechtlichen Gesichtspunkten nicht möchte. Also lassen Sie uns doch bitte diese zentralen Fragen. Wie kriegen wir es hin, dass auch kleinere Krankenhäuser sie den Blick auf die Entnahme haben? Weil in kleineren Krankenhäusern versterben die Hälfte aller Menschen. Das sind die Todesfälle, um die es geht. Da muss man den Blick drauf haben. Wie kriegen wir es hin, dass die Entnahmekrankenhäuser das nicht nur als unwillige Pflichtaufgabe empfinden, sondern dass sie sich auch der Sache annehmen und sagen, ja, ich leiste damit auch einen wichtigen medizinischen Beitrag. Und wie kriegen wir es hin, dass die Vergütung dann auch stimmt? Und da komme ich auch als Reisende nach Spanien und nach Dänemark auch noch mal auf die Erfahrungswerte in diesen Ländern zu sprechen. Und ich sage, aus den Gesprächen, die wir dort geführt haben, und auch den Untersuchungen, die es gibt, gibt es keinen Zusammenhang zwischen Widerspruchslösung, Zahl der Organspende, Zustimmungslösung, Zahl der Organspende. Es liegt allein an den Strukturen. Wie kriege ich es hin, dass wirklich in den Krankenhäusern, in den Entnahmekliniken, Transplantationsbeauftragte wirklich eingebunden sind, Intensivmedizinerinnen und Intensivmediziner da den Blick drauf haben und auch geschult sind und in der Ausbildung dazu auch ein Wissen sich aneignen können? Wie kriegen wir es hin, dass Pflegerinnen und Pfleger dabei sind und auch in einem Team auch christlicher Beistand, theologischer Beistand sichergestellt ist? Denn niemand von uns möchte sich vorstellen, in irgendeinem kahlen Krankenhauszimmer zu sitzen und mit dieser Frage allein zu sein. Egal, ob ich widersprochen habe oder mich entschieden habe, niemand möchte mit dieser Frage allein sein, sondern er möchte medizinische Auskunft haben, er möchte ethischen oder religiösen Beistand haben. Dafür müssen wir sorgen. Vielen Dank. Vielen Dank. Menschenwürde und Selbstbestimmungsrecht, das sind Begriffe, die häufiger hier vorkommen in dieser Debatte zum Thema Organspende, das der Bundestag diskutiert, ohne eine Vorlage, also ohne Entschließungsanträge, die hier eingereicht wurden oder einen Gesetzentwurf, sondern eben, wie es der Koalitionsvertrag auch vorgesehen hat, zur Orientierung. Formal ist das hier eine vereinbarte Debatte, über die sich die jeweiligen Fraktionsvorstände verständigt haben mit dem Bundestagspräsidium und wo man einfach Argumente und Positionen austauschen möchte. Und in dieser Debatte jetzt Claudia Schmidtke aus den Reihen der Unionsfraktion. Dann wissen Sie, dass Ihre Chancen bei uns nicht gut stehen. Im Durchschnitt warten Sie 8 bis 10 Jahre. Viele Patienten sterben in dieser Zeit. Diese Menschen wissen, dass ihre Chancen außerhalb Deutschlands besser wären. Im Ausland leben 50% der Nierenpatienten mit einem Transplantat. Hierzulande sind es 20%. Diese Menschen haben seit Jahren einen gepackten Koffer zu Hause stehen und warten sehnlichst auf den erlösenden Anruf. Währenddessen wissen sie, dass ausländische Parlamente früher einen Systemwechsel eingeleitet und somit die Chancen für ihre Mitbürger verbessert haben. Meine verehrten Damen und Herren, es ist höchste Zeit, dass der Deutsche Bundestag nun auch seiner Verantwortung für diese Menschen gerecht wird und ihnen ihre Chance auf ein verlängertes Leben verbessert. Wir sollten nicht vergessen, jeder von uns und jeder Angehörige von uns kann plötzlich dieser Mensch sein. Wir haben mit dem GZSO einen kleinen Schritt auf den Weg gebracht, der allerdings bei weitem nicht ausreicht. Und zu der viel zitierten Studie aus Kiel von dem Kollegen Feldkamp muss man auch sagen, das Fazit, das er zieht, ist, die Zahl der gespendeten Organe könnte gesteigert werden. Und es ist eine Analyse von Sekundärdaten, das dürfen wir nicht vergessen. Auch mehr Aufklärung wird keinen Erfolg bringen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung investiert schon seit Jahren viele Millionen Euro in Information und in Werbung. Seit 2012 sind es 43 Millionen Euro, allein in diesem Jahr 5,7 Millionen Euro. Und ebenso die Krankenkassen. Der GKV-Spitzenverband hat ausgerechnet, dass die Kassen für jeden zusätzlichen potenziellen Organspender 1 Million Euro investieren mussten.
Und das, obwohl in Umfragen, wir haben es gehört, 84% der Menschen Organspende befürworten und 70% spenden würden. Wir wissen also, dass die Aufklärungsarbeit keinen hinreichenden Erfolg hat. Wir wissen, dass eine verbesserte Infrastruktur nur dann sinnvoll ist, wenn sie auch genutzt werden kann. Und wir wissen, dass jeden Tag 3 Menschen sterben, während sie auf ein Organ warten. Wer behauptet, dass es zu früh sei, um eine Widerspruchsregelung anzustreben, den muss ich fragen, worauf warten wir? Die Menschen, die betroffen sind, haben keine Zeit. Und ich fühle mich hier und jetzt als Anwältin unserer Patienten. Hier und heute orientieren wir uns als frei gewähltes Parlament, als Abgeordnete nach ihrem Gewissen. Ich stehe für die Widerspruchsregelung, für einen Systemwechsel. Heute kann nur die ausdrückliche schriftliche Bereitschaft des Verstorbenen oder die Wiedergabe des mutmaßlichen Willens durch den nächsten Angehörigen einen Organspender ermöglichen. Mit der, wie beschriebenen, unzureichenden Bilanz für diejenigen, die auf ein lebensrettendes Organ warten. Auch mit der unerträglichen Belastung für die Angehörigen, die gerade eine geliebte Schwester, den Ehemann oder die Tochter verloren haben, den mutmaßlichen Willen zu ergründen. Von der Belastungssituation der Ärzte, die im Moment des Todes die entscheidende Frage stellen müssen, nicht zu sprechen. Die Widerspruchsregelung bedeutet, dass grundsätzlich jeder von uns im Todesfall als Organspender erkannt wird. Doch bleibt die Spende ebenso freiwillig wie bisher. Denn jeder von uns hat die Möglichkeit, zu Lebzeiten zu widersprechen. Jederzeit einfach barrierefrei. Auch das Vetorecht für die Angehörigen, zum Beispiel wenn der Verstorbene noch kurz vor dem Ableben seine Willensänderung mitteilte, bleibt erhalten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, täglich sterben in unserem Land über 10.000 Menschen, weil sie zu lange auf ein lebensrettendes Organ warten mussten. Ich denke, daran sollten wir auch denken. Dankeschön. Claudia Schmidtke, CDU, hat das GZSO erwähnt. Diese Abkürzung steht für einen Gesetzentwurf, über den wir hier schon wiederholt gesprochen haben. Es geht um das Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit und der Strukturen bei der Organspende. Wie gesagt, kurz GZSO, falls es noch mal wiederkommt. Helge Lind aus der SPD-Fraktion ist der nächste Redner. 3 Wörter beschäftigen mich die ganze Zeit, wenn ich über die heutige Diskussion nachdenke. Das eine ist die Frage der Grenze oder Schwelle, lateinisch Limen oder eine der Liminalität. Wir sprechen hier in diesem Hause sehr oft, zu oft, glaube ich, über Grenzen. Aber hier ist es eine Diskussion, in der man Frage von Grenzen und Verschiebung von Grenzen durchaus diskutieren sollte. Und das zweite ist ein Anruf eines und dennoch. Und der kommt mir immer wieder. Eigentlich bin ich auch versucht, der Widerspruchslösung, auch der Erweiterten, zuzustimmen. Wenn ich die Zahlen sehe, derer, die betroffen sind, und dennoch widerspreche ich dieser Widerspruchslösung. Ich erlebe in meinem Umfeld konkret 2 Lebenssituationen von Menschen, die man womöglich, wenn die Ankündigungen stimmen, retten könnte oder hätte retten können mit einer entsprechend wirkungsvollen Widerspruchslösung. Und ich ringe mit der Verantwortung, die ich trage, wenn ich dieser widerspreche, und dennoch tue ich das. Weil ich denke, ich muss es mir, und ich kann nur für mich sprechen, nicht einfach, sondern besonders schwer machen, schwerstmöglich machen. Und deshalb bin ich zum jetzigen Zeitpunkt, und das sage ich jetzt auch nicht abschließend, sondern zum jetzigen Zeitpunkt nicht überzeugt von einer erweiterten Widerspruchslösung. Ich glaube, es ist sinnvoll, nicht zu einfachen Kausalitäten zu folgen. Es wurde darauf hingewiesen, dass es keinen direkten Zusammenhang gibt mit der Zahl von denjenigen, die Organspendeausweise haben und die spenden. Es gibt auch nicht eindeutige Zusammenhänge zwischen Widerspruchlösungen und der Zahl von Spenden. Es wurde auf Spanien hingewiesen und auch auf die Tatsache, dass dort de jure eine Widerspruchslösung gilt, aber in der Praxis de facto die Zustimmungslösung praktiziert wird. Ich glaube darüber hinaus aber, dass wir, um einen ethischen Kompass zu haben, in die Praxis der Situation hinein müssen. Und das heißt, dass wir uns auseinandersetzen müssen mit den Defiziten des klinischen Settings, der Situation unmittelbar vor Ort. Und das ist nicht zu ersetzen durch eine Debatte über Widerspruchslösung oder Entscheidungslösung. Was spielt sich in den Krankenhäusern ab? Was gibt es für Strukturen? In welcher Situation sind die Transplantationsbeauftragten? Wie sind finanzielle Bedingungen? Aber auch das reicht nicht. Ich glaube, wir müssen unmittelbar hin ans Bett und in diese Situation. Denn die Transplantationsmedizin hat etwas verändert
mit uns allen, hat unseren Begriff des Todes und auch des Sterbens und des Lebens verändert. Und ich denke, diese Veränderung ist gesellschaftlich von uns noch nicht vollzogen. Und solange diese Veränderung von unserem Bewusstsein nicht vollzogen ist, bin ich skeptisch und bremsend hinsichtlich jeder Form einer erweiterten Widerspruchslösung. Die Technologie macht Dinge möglich, die es vorher nicht gab. Das entlässt uns aber nicht aus der Verantwortung, die auch ethisch nachzuvollziehen. Wir diskutieren hier regelmäßig über die Folgen von Digitalisierung. Und wir fordern auch, dass man sozial und ethisch darauf Antworten findet. Aber dann müssen wir das erst recht in dieser Frage, in der Technologie fundamental in unsere Vorstellung von Leben eingreift. Und das heißt nicht etwa gegen Transplantationsmedizin zu sein, mitnichten. Ich bin ein ganz deutlicher Befürworter, aber es heißt, sich klarzumachen, dass wir einen Raum geschaffen haben, den es vorher so nicht gab. Und dass wir uns sehr genau mit den Situationen auseinandersetzen, was es denn bedeutet, wenn es einerseits eine Patientenverfügung gibt und andererseits einen Organspendeausweis. Und die Situation ist jetzt schon Realität. Und jetzt schon sind Angehörige, sind Pflegekräfte, sind Ärzte und die Betroffenen konfrontiert, in diesen Situationen zu entscheiden. Kommen Sie bitte zum Schluss. Und daher plädiere ich dafür, jetzt in diesem Moment die Wege einer Entscheidungslösung nachzuvollziehen, mit einer zunächst moralischen Verpflichtung, sich zu entscheiden und zu verhalten, ohne zu richten, wie jemand entschieden hat. Und dies in dem Bewusstsein, dass womöglich in 20 oder 30 Jahren wir, vielleicht ich selber, eine andere Entscheidung treffen Herr werden, Lind, kommen Sie weil wir bitte sehen, zum Schluss. Dass die Gesellschaft diesen Schritt vollzogen hat und bereit ist für eine Widerspruchslösung. Dies ist aber im jetzigen Moment nach meinem Verständnis nicht der Fall. Vielen Dank. Helge Lind aus der SPD-Fraktion, einer der wenigen in letzter Zeit, die mal wieder ein wenig ermahnt werden mussten. Denn jeder Redner, jede Rednerin hat hier maximal 4 Minuten Zeit in dieser Aussprache, für die insgesamt 152 Minuten, also 2,5 Stunden, angesetzt sind. 112 Minuten haben wir gerade überschlagen, haben wir hinter uns. Es spricht Rudolf Henke. In der Medizin habe ich selbst in einer Dialyseabteilung gearbeitet. Ich habe selber Patientinnen und Patienten betreut, die auf der Warteliste standen, die darauf gewartet haben, eine Organübertragung vorgenommen zu bekommen. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, wo auf dieser Warteliste Patientinnen und Patienten gestorben sind. Und ich weiß um die Schwierigkeit des Gesprächs mit den Hinterbliebenen. Wenn man dann gefragt wird, warum kann dieses Gesundheitssystem nicht die optimale Versorgung für diese Menschen bereitstellen? Und die Ausgangslage, finde ich, ist klar, und Claudia Schmidtke hat sie beschrieben. Menschen, die dringend auf ein Organ angewiesen sind, hilft einzig und alleine die Organspende. Und das, finde ich, ist verständlich und klar. Und deswegen finde ich, ist in erster Linie die Frage nach der Wirksamkeit der Maßnahmen, die wir treffen, zu stellen. Was hilft wirklich? Rudolf Virchow, der große Berliner Pathologe und Mitglied des Deutschen Reichstags, hat mal gesagt, Politik ist nichts anderes als Medizin im Großen. Und ein bisschen führt uns diese Debatte darauf hin, welche Therapie ist richtig? Und wenn wir, Stefan Pilsinger hat das gesagt, die weltweite Situation analysieren, dann zeigt sie, dass es unterschiedliche Lösungen im Prinzipiellen mit unterschiedlichen Erfolgen gibt. Zum Beispiel die USA, wo es die Zustimmungslösung gibt, mit hohen Organspendezahlen, viel höheren als in Deutschland. Zum Beispiel die Erkenntnis, dass wir in Spanien zwar pro forma eine Widerspruchslösung im Gesetzblatt haben, tatsächlich aber, und der Gesundheitsausschuss ist ja extra nach Spanien gereist, um dort mit den Leuten vor Ort zu reden, tatsächlich aber eine Zustimmungslösung praktiziert wird und sich mit dieser Zustimmungslösung 4-mal so hohe Spendenzahlen realisieren lassen, als das in unserem Land gelingt. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns die Frage stellen, natürlich, für jede der Lösungen, über die wir reden, ist sie verhältnismäßig,
ist sie verfassungsrechtlich begründbar? Aber noch wichtiger ist die Frage, ist sie wirksam, ist sie geeignet, ist sie in der Tat dazu in der Lage, mehr Spenden zu realisieren, als das heute der Fall ist? Und bei 36% dokumentierten Organspendeausweisen, die wir in Deutschland vorfinden, glaube ich, ist der Ansatzpunkt eine Veränderung der Realität in den Krankenhäusern, die dafür sorgt, dass wenigstens diese 36% von Menschen, die den Hirntod erleiden und bereit wären, sich als Spender zur Verfügung zu stellen, dass die diesen Willen tatsächlich erfüllt kriegen. Und das ist heute in vielen Fällen nicht der Fall. Und das müssen wir unbedingt, glaube ich, ändern. Und weil die Zeit nur für dieses zentrale Argument reicht, will ich noch zwei Abschlussbemerkungen machen. Ich finde, wir sollten uns jetzt auf das Gesetz kontrollieren, was Jens Spahn in den Bundestag einbringt. Ich will auch sagen, dass die Qualität der Hirntodfeststellung in Deutschland gut ist, dass die Hirntoddiagnostik sicher ist, weil eben mal in einer Rede von einem Spender die Rede war, wo die Hirntoddiagnostik falsch gewesen wäre. Auch in diesem Fall hat sich später gezeigt, das hat die DSO genau analysiert, dass der Spender bei der Organentnahme tatsächlich hirntod gewesen ist. Die Analyse war dann so. Und einen Gedanken, den ich noch geben will, ist der, wir sollten uns, was die Lebensspende angeht, auch dort noch mal mit Spanien befassen. Ich glaube, dass wir über Kreuzlebensspenden und im Ringtausch organisierte Lebensspenden wie in Spanien möglich machen sollten. Auch das, glaube ich, ist etwas, was wir für die Menschen leisten können, die auf der Liste stehen und warten, warten, warten. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Henke. Nächste Rednerin, Leni Breinmeier. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Wir sprechen heute über Organspenden, weil wir möchten, und so habe ich die bisherige Debatte verstanden, dass die Zahl der Organspenden in Deutschland sich erhöht. Persönlich habe ich früh gelernt, dass vergangenes Leben anderen nützlich sein kann. Mein Vater spendete seinen Leichnam der Pathologie der nächsten Uniklinik mit allen Verirrungen für uns Hinterbliebene. Er hat diesen Wunsch geäußert, er hat ihn verschriftlicht und dieser Wunsch wurde selbstverständlich von uns erfüllt und nicht hinterfragt. Unser aller Leben ist geprägt von Forschungen und von dem Mut der Generationen vor uns. Und ich finde, man kann Ulla Schmidt von jedem gesunden Menschen erwarten, dass er sich mit der Frage, will ich im Falle meines Todes ein Organ oder mehrere Organe spenden, auseinandersetzt. Die Schwierigkeit besteht ja oft darin, dass wir es nicht mit lebenserfahrenen, reifen, potenziellen Spenderinnen und Spendern zu tun haben, sondern oft mit jungen Menschen, die sich im Gegensatz zu meinem Vater vielleicht mit ihrer eigenen Endlichkeit noch nicht auseinandergesetzt haben. Im Falle des Falles sind die nächsten Angehörigen mit der Situation in der Regel oft überfordert. Und darum bin ich auch nach der Debatte jetzt heute doch eher auch für die Widerspruchslösung. Ich muss mich erklären, wenn ich nicht spenden will. Ich muss das nicht begründen und ich muss mich auch nicht rechtfertigen. Aber ich muss mich entscheiden. Und ich würde noch weitergehen. Das kam jetzt heute auch so ein paar Mal. Warum soll sich eigentlich ein volljähriger Mensch nicht bereits bei der Beantragung seines Personalausweises erklären? Man könnte ein J für Ja, ein N für Nein und beim Ja dann vielleicht auch noch mehrere Kategorien umfassen. Bestimmte Organe ja, andere nicht. Wir diskutieren heute leidenschaftlich über die Widerspruchslösung oder über die Entscheidungslösung. Und wir schauen dabei die mehrheitlich viel höheren Zahlen der Spenderinnen und Spender in den unterschiedlichen Ländern an. Ich bin beeindruckt von der hohen Zahl der Organspenderinnen und Spender in Spanien,
Wir haben die Zahl jetzt heute auch schon mal gehört. Die hatten 2016 pro 1 Million Einwohnerinnen und Einwohner fast 44 Organspender. Und in Deutschland waren es in der gleichen Zeit keine 11. Das ist einfach zu wenig und darum debattieren wir heute hier. Wir machen das alles mit dem Ziel, die erbärmliche Zahl der Organspenden in Deutschland zu erhöhen. Wir wollen Schluss machen mit diesem eklatanten Spendermangel, den wir haben. Der kostet Leben, 2 bis 3 Menschenleben pro Tag. Und womöglich gibt es aber auch heute schon weitere Ansätze, diesem Ziel näher zu kommen, und zwar jenseits der Entscheidung dieses Parlaments. In Deutschland ist natürlich jede Klinik verpflichtet, mögliche Spende an Eurotransplant zu melden. Aber was heißt das für eine normale Klinik oder gar für gewinnorientierte Häuser? Die müssen im Zweifel mitten in der Nacht mindestens ein komplettes OP-Team im Zweifel zusätzlich bereithalten, um die Explantation durchzuführen. Und wie ich aus Fachkreisen höre, ist es so, dass dieser Aufwand nicht genügend honoriert wird. Ganz sicher will ich niemand etwas unterstellen, aber vielleicht führt das auch dazu, dass in Notsituationen entschieden wird, lass mal den Aufwand bleiben. Und Entscheidungsregelung hin, Widerspruchsregelung her, ein lokaler Koordinator, wie er in Spanien in den dort 188 Krankenhäusern üblich ist, könnte hier sehr hilfreich sein. Denken Sie bitte an die Redezeit. Genau, dann höre ich jetzt einfach auf und freue mich auf Dankeschön. Die weitere Debatte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Leni Breimeyer aus der SPD-Fraktion in dieser Orientierungsdebatte zum Thema Organspende. Und sie sagt, sie habe ihre Position in eben dieser Debatte noch mal überdacht. Und das ist ja genau der Sinn der Sache. Michael Brandt jetzt für die und beziehungsweise aus der Unionsfraktion. Ich lerne es noch. Organspendeausweis. Ich selbst habe einen solchen Ausweis seit vielen Jahren und ich möchte auch die Debatte damit einleiten, dass ich einlade, alle Kolleginnen und Kollegen, die sich noch nicht entschieden haben und alle Zuschauer, die dieser Debatte auch folgen. Als Christ weiß ich um das Leben nach dem Tod und so bin ich sicher, dass viele von denjenigen, die Organe gespendet haben, sich daran freuen werden, dass andere durch ihre Spende überleben konnten. Ich habe im Übrigen bei diesem Ausweis mich für die Deutsche Palliativstiftung entschieden. Es ist der einzige Ausweis bislang, wo das Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht ausdrücklich thematisiert ist, weil ich glaube, auch dort ist es wichtig, zu Lebzeiten für Klarheit zu sorgen, denn bei der Organentnahme braucht es eben lebenserhaltende Maßnahmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn der Staat ein Problem lösen will, darf er nicht mit unverhältnismäßigen Mitteln reagieren. Bevor man tiefe Eingriffe in das Selbstbestimmungsrecht und die Würde des Menschen vorschlägt, sollte man analysieren, wo genau das Problem liegt und dann Lösungen mit Augenmaß anbieten. Mir stellt sich in dieser Orientierungsdebatte eine ganz simple Frage, eine zentrale Frage, nämlich, warum eigentlich ist die prinzipielle Bereitschaft zur Organspende so groß und die konkrete Bereitschaft der Umsetzung so gering? Ursache an der Entwicklung sind nicht etwa immer weniger potenzielle Organspender, wie oft vermutet wird. 2019 ist die Zahl der Spender sogar um 15% gestiegen. Es handelt sich vielmehr um organisatorische Probleme in den Kliniken. Meine Sicht ist erstens, und da geht es nicht nur um die Frage der Effizienz, das Thema Vertrauen der Bürger in die Verfahren der Organspende. Denn es gab ja Missbrauch. Und dieses Vertrauen erreichen wir über Transparenz, indem wir über Vorteile, die Fragen und auch die gelösten Probleme umfassend informieren. Zweitens, nicht allein die hehre Forderung nach mehr Organspenden werden das Thema lösen. Wir müssen auch die Hausaufgaben im Gesundheitssystem präzise erledigen. Und der Gesetzentwurf unseres Gesundheitsministers weist absolut in die richtige Richtung, wobei ich klar sagen will, es ist keine nationale Aufgabe, wie es der Minister beschrieben hat, sondern es ist eine zuhöchst individuelle Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Und drittens, ob es wirklich eine gesetzliche, generelle Änderung und damit einen generellen gesetzlichen Eingriff mit großem bürokratischen Aufwand und wieder einmal viele Fragen zur Rolle des Staates gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern benötigen, ist für mich noch nicht vollständig geklärt. Dafür führen wir diese Orientierungsdebatte ja auch. Ich glaube, was spricht eigentlich dagegen, dass dieses Gesetz, das alle in der Debatte gelobt haben,
nicht erst einmal Wirkung entfalten darf, dass wir gleichzeitig unsere Anstrengungen erhöhen, dann kann man doch immer noch Alternativen entscheiden, die ohne gravierende Grundrechtseingriffe auskommen, wie zum Beispiel die verpflichtende Entscheidungslösung, eine Entscheidungspflicht von Bürgern, etwa bei der Ausstellung von Ausweisen oder beim Führerschein, gegebenenfalls mit einem Spendenregister. Ich glaube, das alles sollten wir noch diskutieren. Ich weiß allerdings eins, und das zeigen die Erfahrungen aus anderen Ländern wie in Schweden, dass die Problemlösung nicht etwa einfach in der Widerspruchslösung liegt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, neben Effizienz und Abläufen, ich bin mir ziemlich sicher, mit einer intelligenten und ehrlichen Kommunikation kann die prinzipielle Bereitschaft so vieler Millionen zur Organspende, zu konkreten Handeln, verändert werden. Wir haben bekanntlich auch einen technikaffinen Gesundheitsminister, und es gibt ganz ohne Gesetzesänderung, neben all den Maßnahmen, die ich eben erwähnt habe, kurzfristige und effektive Mittel. Lieber Jens Spahn, wie wäre es eigentlich, wenn wir mit Facebook einmal positive Schlagzeilen machen oder mit anderen Kanälen? Wie wäre es, wenn wir seitens des Gesundheitsministeriums eine wirksame Kampagne auf die Beine stellen, die über ein paar Monate hinweg versucht, die große Bereitschaft in der Bevölkerung zu konkreten Organspendeausweisen zu machen? Kommen Sie bitte zum Ende. Frau Präsidentin, es ist halt ein Unterschied, ob ich alle 2 Jahre von meiner Krankenkasse ein technisches, auch etwas liebloses Schreiben bekomme oder ob ich hin und wieder auf das Thema aufmerksam gemacht werde. Und vielleicht gelingt es an diesem Beispiel, eine wirklich positive Geschichte zu einer Geschichte von vielen zu machen. Wenn man andere Optionen hat, die das Thema besser und schneller lösen können, dann soll man das doch tun und möglichst schnell. Denn das rettet konkret Leben. Vielen Dank, Michael Brandt. Michael Brandt aus der Unionsfraktion hat noch mal darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass gesamtgesellschaftlich und auch jeder Einzelne über dieses Thema diskutiert und auch informiert wird. René Röspel jetzt aus der SPD-Fraktion. Kann man sicherlich schon zusammenfassen, dass wir einig sind im Ziel, das wir erreichen wollen, nämlich mehr Organspenden bereitstellen zu können, aber noch sehr uneins in der Einschätzung, welcher Weg denn der beste dahin ist, die Widerspruchslösung oder die Entscheidungslösung. Diese Frage ist schon mal diskutiert worden vor über 10 Jahren in der Enquetekommission des Deutschen Bundestages, und wir haben uns angeguckt, warum gibt es eigentlich so große Unterschiede zwischen Deutschland und Spanien, was die Organspendebereitschaft anbelangt. Und wir haben uns auch Deutschland selbst angeguckt und wir haben festgestellt, es gibt Unterschiede zwischen den Bundesländern, vor allen Dingen zwischen städtischen Regionen und ländlichen Regionen und vor allen Dingen zwischen Regionen, in denen ein Krankenhaus gut aufgestellt ist und den Regionen, wo Krankenhäuser nicht gut aufgestellt sind, ohne einen Vorwurf drauf zu machen. Und wir sind überwiegend zu der Einschätzung gekommen, tatsächlich ist das Kernproblem eine Frage der Organisation und der Unterstützung von Krankenhäusern. Und deswegen finde ich, ist der Gesetzentwurf, der diskutiert wird, der richtige Ansatz, um das Kernproblem zu lösen. Worüber ich mich allerdings tatsächlich wundere, ist, dass an dieser Stelle jetzt schon die Frage der Widerspruchslösung auf den Tisch gelegt wird. Denn ich bin von diesem Weg nicht überzeugt, will ich ausdrücklich am Anfang sagen, aus 2 Gründen. Erstens glaube ich, dass diese Verfahrensweise mit der rechtsstaatlichen Auffassung, die wir haben, nicht übereinstimmt. Und ich glaube sogar, dass das verfassungswidrig ist, vorzustellen, dass jemand, der sich nicht äußert, eine Entscheidung getroffen haben soll. Also mit Recht und mit Werf kämpfen wir doch darum und dafür, dass jemand am Telefon oder vor der Haustür keinen Vertrag abschließt, nur weil er sich nicht äußert, sondern dass Zustimmung erforderlich ist, dass er unterschreiben muss, ob er einen Telefonanbieter wechseln muss oder nicht. Und es kann doch wahrhaft nicht sein, dass in der Frage von Organspende das anders sein kann. Und der zweite, fast viel wichtigere Punkt ist, dass wie in keinem anderen Feld in der Organspende, vielleicht nur bei Patientenverfügung, beim Ende des menschlichen Lebens, das Vertrauen der Menschen eine Rolle spielt, das Vertrauen der Menschen in einem Bereich, wo sie im Umgang mit dem Tod auf Dritte angewiesen sind oder darüber hinaus vielleicht. Und ich stelle immer wieder fest, wie Sie vielleicht auch, dass viele Menschen zwar einverstanden sind mit Organspenden und das gut finden, dass, wenn es aber um sie selbst geht, es auch ein großes Misstrauen gibt. Das vielleicht daran liegt, dass es einige wenige Fälle und Skandale gab, wo Organtransplantation sehr negativ in der Presse war, wenige Fälle von vielen tausend Explantationen und Transplantationen, die Menschen auch verunsichert haben. Werde ich vielleicht nicht bis zum Schluss oder bis zur Gesundung gepflegt, weil man meine Organe braucht? Eine Befürchtung, von der ich finde, dass sie nicht berechtigt ist und wo es unsere Aufgabe ist, eben auch dagegen zu argumentieren und mehr Vertrauen zu schaffen. Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, den Fall,
wo es das erste Mal dazu kommen würde, dass jemand, der nicht widersprochen hat, aus welchen Gründen auch immer, und ich gebe zu, dass ich in meinem Stadtteil zwar erwarten möchte, aber die Realität sicherlich nicht so ist, dass jeder Mensch selbstbestimmt darüber entscheidet und darüber nachdenkt, ob er Organspender werden will oder nicht. Und ich glaube, dass es eine Katastrophe auch für das Vertrauen wäre, wenn der erste Fall auftritt, wo jemand, der eigentlich nicht Organspenden wollte, aus welchen Gründen aber auch immer den Widerspruch nicht gemacht hat, dann eine Organentnahme erhält. Und ich glaube, das wäre genau der GAU, den man erreichen könnte. Und deswegen wäre die Widerspruchslösung an dieser Stelle zusätzlich ein großer Vertrauensverlust, den wir unbedingt vermeiden müssen. Am Ende also finde ich, dass dieser Gesetzentwurf die richtige Bahn einschlägt und dass wir mehr daran setzen müssen, dass das Vertrauen in Organspende berechtigterweise auch größer wird. Und deswegen spreche ich mich ausdrücklich für eine Entscheidungslösung aus. Vielen Dank, René Röstel. Nächster Redner, Oliver Grundmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal danke. Danke, dass wir die Debatte heute im Bundestag führen. Das ist schon lange überfällig. Jeden Tag versterben Menschen, weil die Wartelisten zu lang sind und weil keine lebensrettenden Organe bereitstehen. Uns alle hier eint, dass wir die Spenderquote mit lebensrettenden Organen in unserem Land erhöhen wollen. Und da haben wir schon einen sehr guten Gesetzentwurf. Aber der weitere Schritt, die Frage der Widerspruchslösung, die schieben wir vor uns her. Die Spendenbereitschaft ist deutlich höher mit der Widerspruchslösung. Und sie steigt deutlich an, das ist erwiesen, das können wir auch sehen, wenn wir uns die 20 umliegenden EU-Staaten anschauen, die nämlich diese Lösung haben. Nämlich fast alle europäischen Nachbarn haben das Konzept übernommen, eben weil es funktioniert. Und wir führen jetzt hier eine theoretische, eine hochmoralische Diskussion über die Freiheit des Individuums. Aber was für eine Idee von Freiheit ist es zu sagen, ich habe die Freiheit wegzuschauen, wenn tausende Menschen leiden und sterben, ist mir egal, ich muss mich damit ja nicht beschäftigen. Und letzten Sonntag zur besten Sendezeit bei Anne Will wurde diskutiert mit Leidenschaft und mit Herzblut das bedingungslose Grundeinkommen. Und das ist plötzlich super, wenn der Staat in das Leben eingreift, wenn es darum geht, die Taschen zu füllen. Aber umgekehrt ist es zu viel verlangt, sich einmal im Leben zu entscheiden, ob wir unserem Land, unserer Gemeinschaft auch etwas zurückgeben und damit Leben retten. Gerade mal 10 Organspender kommen auf 1 Million Einwohner. Und wenn ich mir die letzten Tage so manchen Leitartikel anschaue oder so manchen Kollegen höre, dann bin ich schlechtweg fassungslos. Ich zitiere, der Leib ist kein Ersatzteillager. Vom sonst ansonsten so hochmoralisierenden Herbert Prandtl in der Süddeutschen Zeitung oder Zitat, sterben und sterben lassen, von Thomas Fischer aus dem Spiegel, und ich erspare uns jetzt daraus zu zitieren. Aber ich frage mich, hat einer von denen, die sich da in ihrer Gleichgültigkeit sonnen, das qualvolle Warten auf Leben oder Tod einmal selbst erlebt. In der eigenen Familie, bei engen Freunden oder vielleicht auch bei den eigenen Kindern. Wissen Sie, wie grausam das ist, wenn Bangen und Hoffen umsonst waren, wenn das rettende Organ einfach nicht rechtzeitig gekommen ist? Ich selbst habe Wochen und unzählige Nächte in der Kinderonkologie verbracht. Und wenn man das mitkriegt, dass im Nebenzimmer ein Kind verstirbt und man hilflos versucht, dessen Eltern zu trösten, mit denen man noch gebangt hat und auch gehofft hat, dass es gut wird, das ist mit das Schrecklichste, was einem passieren kann. Und ich kenne niemanden, der in solch einer Situation auch nur eine einzige Sekunde daran verschwendet, ob es vom mündigen Bürger
zu viel verlangt sei, einmal im Leben diese eine Entscheidung zu treffen. Und deshalb unterstütze ich aus tiefster Überzeugung die erweiterte Widerspruchslösung bei der Organspende. Und ich lade auch jeden Menschen, bis wir das erreicht haben, ein, diesen Organspendeausweis, den ich seit dem Jahr 2012 nach dieser Zeit auf der Kinderonkologie bei mir trage, am Herzen trage. Und ich hoffe, dass viele, viele Menschen dieser Lösung folgen und das unterstützen. Vielen Dank. Eine weitere dieser eindringlichen Reden, die wir heute immer mal wieder erleben in dieser vereinbarten Debatte, in dieser Orientierungsdebatte des Bundestags zum Thema Organspenden. Der nächste Redner ist Mario Miruch und er ist fraktionslos. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Bereitschaft, Organe zu spenden, ist eine ausgesprochen anerkennenswerte. Den Spendern und den Angehörigen gebührt dafür großer Dank. Und die Entscheidung für eine solche Spende setzt besonderes Vertrauen und Transparenz in die Prozesse voraus. Die Ist-Situation heute ist eine solche, dass einst stark verloren gegangenes Vertrauen langsam wieder zurückkehrt. Aber die nach wie vor sehr große Diskrepanz zwischen Bedarf und Angebot führt uns in die Debatte, die wir heute führen. Ein Satz, Zitat, wir können verlangen, dass sich jeder aktiv erklärt, der seine Organe im Todesfall nicht für das Leben anderer Menschen hergeben möchte. Dem kann ich aber leider dennoch nicht zustimmen. Und an dieser Stelle möchte ich mich gerne auf Frau Keul berufen und für den Beitrag von Ihnen danken, den ich im Hinblick auf die Ausführungen zum Grundgesetz vollumfänglich unterstützen kann. In unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist die Würde des Menschen unantastbar. Das ist ein hohes Gut, das wir uns gegeben haben. Und so wie ich mich als Bürger auch entscheiden kann, eine Wahl zu treffen, eine Wahl für ein Parlament, eine Wahl für viele andere Dinge, so muss ich auch die Wahl haben können, wie ich mit meinem Körper umgehen möchte. Ebenso wenig dürfen wir die Organspende allein vom medizinisch machbaren Gesichtspunkten leiten lassen. Vielmehr müssen wir den Mensch auch als Individuum, als Körper-Geist-Seele-Einheit betrachten. Und was heute vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, es geht auch um die Bedürfnisse der Angehörigen und des Spenders selbst und um dessen Würde, wie ein solcher Prozess in einer Klinik abläuft und wie es danach weitergeht. Wir brauchen den großen, breiten gesellschaftlichen Konsens darüber, ab wann wir über Hirntod reden oder wie wir das definieren wollen. Und wenn wir über strukturelle Veränderungen und quasi über die Arbeit an strukturellen Verbesserungen sprechen, dann lassen Sie uns das ganz gezielt tun. Lassen Sie uns sprechen über die Qualifikation der Teams, die es in den Krankenhäusern gibt. Lassen Sie uns sprechen über Ischämiezeiten der Organe, über Transportvoraussetzungen, über die komplexen Bewertungen, ob ein Organ überhaupt geeignet ist. Denn der Spender muss auch von den gewissen körperlichen Voraussetzungen und so weiter zum Empfänger passen. Und natürlich eben auch, wer tatsächlich befähigt ist, solche Entscheidungen zu treffen. Dann ist vorhin angesprochen worden, dass wir hier in Deutschland, wo wir uns quasi nicht entscheiden müssen, derzeit auch Organe annehmen, die aus Ländern kommen, die eine Widerspruchslösung eingeführt haben. Ja, das ist richtig. Andersrum ist es aber heute auch gängig, sodass deutsche Organe eben auch ins Ausland gehen, sprich also der Austausch auf europäischer Ebene hier nicht von dem System, was wir eingeführt haben, abhängig ist. Selbst größere Häuser, das müssen wir auch mal mit berücksichtigen, wenn wir bei den Strukturen sind, sind heute in der Lage, kaum noch mehr Transplantationen durchzuführen, als sie heute aktuell durchführen können, da schlicht das qualifizierte Personal fehlt. Und die Kliniken es sich, und da sind wir nämlich wieder bei dem Punkt des Geldes, es sich einfach auch nicht leisten können, Operationssäle mal eben einfach vorzuhalten. Geht Stand heute nicht. Und wenn auf der einen Seite 600 Notfallambulanzen geschlossen werden sollen in kleineren Häusern, mit der Begründung, dass sie nicht in der Lage sind, einen Schlaganfall zu diagnostizieren, aber gleichzeitig mehr Kliniken zu dem hochkomplexen Explantations- oder Transplantationsprozess befähigt werden sollen, dann haben wir, glaube ich, noch einen weiten Weg vor uns, das in die Tat umzusetzen. Zum Schluss noch mal zurück. Die Nachsorge muss auch in den Fokus gerückt werden. Es muss wichtig sein, dass das Spender-Empfängerpaar, dass das eine zukunftsfähige Verbindung gibt
und dass vor allen Dingen auch die Betreuung der Angehörigen des Spenders in den Fokus rücken, denn das kommt immer wieder viel zu kurz und für diese Leute ist es sehr, sehr wichtig, auch die Gewissheit zu haben, dass sie mit dieser Entscheidung was Gutes getan haben. Danke. Vielen Dank, Herr Miruch. Mario Miruch, früher mal AfD, jetzt fraktionslos. Der nächste Redner kommt wieder aus den Reihen der Unionsfraktion und ist Axel Müller. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Für mich war es als Strafrichter ein Geschenk, dass unsere Verfassungsväter im Artikel 101 des Grundgesetzes die Todesstrafe abgeschafft haben. Damit musste ich niemals über Leben und Tod entscheiden, aber heute geht es um Leben oder Tod. Es ging häufiger um lebenslänglich, aber als oberstes Prinzip galt dabei immer für mich, dass ich nach einem längeren, intensiven Prozess der Entscheidungsfindung ganz am Ende mich erst entschieden habe, mein Urteil gefällt habe, dass allen gerecht zu werden versuchte, dem Opfer und seinen Angehörigen genauso wie dem angeklagten Täter. Und aus diesem Grunde möchte ich Ihnen heute sagen, bin ich nach wie vor unentschieden. Ich befinde mich gewissermaßen noch in der Entscheidungsfindung, in der Beweisaufnahme. Aber eines ist klar, trotz allen Vorwissens nach Aktenlage muss man die heutige Debatte auf sich wirken lassen. Und ich zolle an dieser Stelle allen meinen Vorrednern und Vorrednerinnen größten Respekt für das, was sie hier heute in diesem Hohen Haus gesagt haben. Die Entscheidung, Zustimmung oder Widerspruchslösung fällt mir, das merken Sie, der ich es doch eigentlich gewohnt sein müsste, mich entscheiden zu können, sehr schwer. Denn auch hier geht es um den Ausgleich zwischen höchst unterschiedlichen Interessen. Auf der einen Seite das Selbstbestimmungsrecht des möglichen Spenders über seinen Körper und auf der anderen Seite das Interesse des Kranken, eine Überlebenschance zu bekommen. Wir haben im geltenden Transplantationsgesetz eine Entscheidungslösung festgeschrieben, müssen jedoch feststellen, dass es zu wenige Spender gibt. Und auch ich hoffe natürlich, dass die auf den Weg gebrachten und hier mehrfach angesprochenen Verbesserungen in der Organisation zu mehr Spenderorganen führen werden. Um die Beantwortung der entscheidenden, vorgelagerten Frage, wie wir die Bereitschaft zur Spende feststellen, kommen wir aber nicht herum. Ich habe daher versucht, entscheidungserhebliche Fragen, so wie ich es gelernt bin, mir zu stellen. Eine lautet davon, wie würde ich mich eigentlich als Kranker fühlen, wenn ich auf einer Warteliste stünde und die Diagnose hätte, dass ich sterben würde, wenn ich nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Spenderorgan bekomme, zugleich aber feststellen müsste, dass die Liste lang ist und die zu erwartenden Spenderorgane wenige. Alle 8 Stunden, das wurde mehrfach gesagt, stirbt in diesem Land ein Mensch, weil ein Spenderorgan nicht vorhanden ist. Ist es da nicht fair, einfach zu sagen, grundsätzlich willigt jeder ein, es sei denn, er widerspricht? Mit dieser scheinbar einfachen und kurzen Antwort kann und will ich mich jedenfalls nicht zufrieden geben. Es ist auch angeklungen, Schweigen ist eben keine Willenserklärung. Und ich habe mich an das erinnert, was ich gelernt habe. Was steckt denn hinter einer Entscheidung oder einer Nichtentscheidung? Welches Motiv ist dahinter? Ist es Vorsatz oder ist es fahrlässige Gedankenlosigkeit? Als gläubiger Christ habe ich gehofft, dass meine Kirche mir eine Antwort geben würde. Diese sieht in der Organspende eine Art Nächstenliebe. Diese verlange jedoch, dieser Akt der Nächstenliebe, dass der Spender sich ausdrücklich entscheide. Nur eine ausdrückliche Zustimmung werde dem gerecht. Also klar, Entscheidungslösung. Ich habe mich dann daran erinnert, dass Jesus Christus allerdings in der Bergpredigt das Gebot der Nächstenliebe universitär verstanden hat und universal. Das heißt, grundsätzlich trägt jeder in uns sozusagen die Pflicht, die moralische Pflicht in sich als Spender zur Verfügung zu stehen. Das wäre die Widerspruchslösung. Fest steht nach der heutigen Debatte für mich, wir sind als Gesellschaft und jeder Einzelne von uns gefordert, über unsere ganz individuelle Entscheidung bewusst und somit mit Vorsatz darüber nachzudenken, wie wir diesem Gebot, diesem Akt der christlichen Nächstenliebe am besten gerecht werden. Gleich welchen Weg wir gehen, Widerspruchslösung
oder Zustimmungslösung. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Axel Müller war das nochmal aus der Unionsfraktion. Und dann sind wir schon beim drittletzten Redner in dieser Debatte, in dieser Orientierungsdebatte zum Thema Organspende angekommen. Es spricht Thomas Rachel, ebenfalls Unionsfraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit unseren Kirchen bin ich der Auffassung, dass die Organspende eine besondere Tat der Nächstenliebe über den Tod hinaus sein kann. Aus Sicht der vielen Betroffenen, die sehnsüchtig auf ein Spendenorgan warten, ist es zu begrüßen, dass wir die Zahl der Organspenden in Deutschland erhöhen möchten. Aber um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir eine präzise Ursachenforschung anstellen, um Veränderungen zu erreichen. Und natürlich müssen die ethischen Fragestellungen und Probleme von Anfang an mit einbezogen werden. Die Organtransplantationen, sie sind zwar auf einem historisch niedrigen Niveau, nicht aber die Spendenbereitschaft in unserer Bevölkerung. Die Spendenbereitschaft liegt immer noch bei stolzen 80%. Und immerhin ein ganzes Drittel der Deutschen besitzt einen Organspendeausweis. Das zeigt aber doch, dass es im bestehenden System noch ganz massive strukturelle Probleme gibt. Das neue Transplantationsgesetz ist hierfür ein wichtiger erster Schritt. Aber es ist eben ein erster Schritt. Und ich glaube, wir brauchen weitere. Und ich will einen zentralen Punkt, in meinen Augen zentralen Punkt nennen. Wir brauchen unbedingt die Schaffung eines zentralen Registers. Also eines zentralen Registers, in dem alle freiwilligen Organspender aufgeführt sind und eben dann auch tatsächlich erreicht werden können. Und damit bin ich auch schon bei der Widerspruchslösung. Ein bisschen wundert es mich, wieso debattieren wir eigentlich über die ethisch diskussionsfähige und würdige, ethisch auch hochproblematische Widerspruchslösung, bevor wir überhaupt unsere Hausaufgaben bei den organisatorischen Verbesserungen der Transplantationsabläufe abgeschlossen haben. Wenn man die Organspende auf der Basis des christlichen Menschenbildes als einen besonderen Akt der Nächstenliebe versteht, so ist hiermit in notwendiger und unverzichtbarer Weise der Gedanke der christlichen Freiheit und Freiwilligkeit verbunden. Es widerspricht dem ethischen Freiheitsgebot, wenn das doch ganz eigene persönliche Selbstverfügungsrecht erst wieder durch einen zusätzlichen Widerspruchsakt zurückverlangt werden kann. Ein solch massiver staatlicher Eingriff in das Persönlichkeitsrecht wäre auf der Basis einer christlichen Würdevorstellung des Menschen kaum schlüssig zu begründen. Die Widerspruchslösung würde 80 Millionen Bundesbürger zunächst einmal zu Organspenden verpflichten. Eine Organspende, die Pflicht ist, ist aber keine Spende mehr. Im Übrigen lässt sich bisher in keinem Land der Erde ein klarer Wirkungszusammenhang zwischen der Einführung einer Widerspruchsregelung und dem Anstieg der Organspenden nachweisen. Insofern lehne ich die Einführung der Widerspruchslösung ab. Sie ist schlicht und einfach nicht freiheitsbasiert. Ich plädiere stattdessen für die Entscheidungslösung, also die Möglichkeit, Ja zu sagen, die Möglichkeit, Nein zu sagen oder sich überhaupt nicht entscheiden zu müssen. Und da es eben keine Pflicht zur Entscheidung gibt, sollte man es eine Befragungslösung nennen. Von Zeit zu Zeit sollten die Bürgerinnen und Bürger immer wieder befragt werden, zum Beispiel bei der Erneuerung ihres Passes. Ich bin der festen Überzeugung, in einer solchen Befragungslösung, konsequent auf der Basis des Freiwilligkeitsprinzips, könnte viel Positives für jene liegen, die sehnlich auf ein Spenderorgan warten. Herzlichen Dank. Thomas Rachel, parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Bildung und Forschung und aus der Unionsfraktion mit einer ganz anderen Position eben als sein Minister, als Gesundheitsminister Spahn, obwohl auch der aus der CDU kommt. Aber das haben wir ja den ganzen Nachmittag schon, dass hier auch aus den Fraktionen sehr unterschiedliche Positionen und Vorstellungen gelten. Der vorletzte Redner ist Heribert Hürte. Wenn freiwilliges selbstbestimmtes Handeln in die Rechte anderer eingreift, darf der Staat überhaupt tätig werden. So will es unser Grundgesetz, so folgt es aus der Menschenwürde und so wird auch das aus Artikel 2 des Grundgesetzes hergeleitete Recht auf freie Selbstbestimmung verstanden. Ich halte Organspende für einen Akt gelebter Solidarität. Jedem Menschen,
der auch nach seinem Tod anderen Menschen zu einem Weiterleben oder zu verbesserter Gesundheit verhilft oder zumindest verhelfen möchte, gebührt mein ganz persönlicher Dank und die Anerkennung unserer Gesellschaft. Gleichzeitig respektiere ich aber die Entscheidung jedes und jeder Einzelnen, der sei es aus religiösen oder aus anderen Gründen, sich nicht für eine solche Organspende entscheidet oder auch der sich nicht einmal mit dieser Thematik beschäftigen möchte. Diese Debatte stößt weit vor in den Bereich der Grundrechte jedes Einzelnen. Gerade im Lichte des Rechts auf freie Selbstbestimmung muss der Staat zweifelsfrei sicherstellen, dass die Entscheidung des Einzelnen umgesetzt wird. Lassen Sie mich dies ein bisschen näher noch erläutern. Entgegen der Darstellung mancher ergibt sich aus dem Grundgesetz gerade keine Grund- oder Solidarpflicht dahingehend, Organe nach dem eigenen Tod zu, in Anführungszeichen, spenden. Da sich eine solche Pflicht gerade nicht aus dem Grundgesetz selbst ergibt, muss sich ein entsprechendes Gesetz, sei es zur Verbesserung der Zustimmungslösung oder zur Einführung einer sogenannten Widerspruchslösung, an den Grundrechten und der Menschenwürde messen lassen. Grundsätzlich von einer Spendenbereitschaft auszugehen und nur im Fall eines ausdrücklichen Widerspruchs von einer Transplantation abzusehen, erfüllt nicht den staatlichen Schutzauftrag. Die Widerspruchslösung verstößt zum einen gegen das zu Lebzeiten bestehende Selbstbestimmungsrecht, zum anderen verstößt sie gegen die objektiv-rechtliche Dimension der Würdegarantie in Form des sogenannten postmortalen Schutzes der mit dem Hirntod eigentlich beendeten Grundrechte aus Artikel 2 und Artikel 1 unseres Grundgesetzes. In Deutschland steht es jedem Menschen frei, seine Persönlichkeit nach seinen eigenen Wünschen zu entfalten. Und das schließt explizit das Recht ein, sich mit bestimmten Themen nicht einmal zu beschäftigen oder auch keine Entscheidungen zu fällen. Das gilt auch und gerade für die Organspende. Insbesondere schließt das Selbstbestimmungsrecht die Entscheidung über den Umgang und den Verbleib des eigenen Körpers nach dem Tod mit ein. Zwar ist dieses Recht nicht schrankenlos gewährt, sondern es kann durch ein verhältnismäßiges Gesetz eingeschränkt werden. Aber die Widerspruchslösung überschreitet diese Verhältnismäßigkeit, denn meine Kolleginnen und Kollegen, die Vorredner, haben gezeigt, dass die Widerspruchslösung gerade nicht erforderlich ist, das heißt gerade vergleichbar effektive, aber mildere Mittel zur Verfügung stehen. Zudem können Widersprüche verloren gehen. Register können Fehler enthalten oder Menschen, das haben wir in ganz anderem traurigen Zusammenhang vor einigen Wochen gehört, können falsch identifiziert werden. Unsere Selbstbestimmungsfreiheit wird durch das Grundgesetz über den Tod hinaus garantiert und dieser postmortale Schutz wird durch die Widerspruchslösung gefährdet. All diese Probleme und Eingriffe in die Intimsphäre können nur mit einer verbesserten Zustimmungslösung vermieden werden. Vertrauen wir deshalb unseren Bürgerinnen und Bürgern und verbessern wir die Zustimmungslösung. Das ist der richtige Weg. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Dr. Hirte. Und der letzte Redner, Dr. Matthias Zimmer. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich habe gegen die Widerspruchslösung zwei Einwände. Die Widerspruchslösung unterstellt zum einen, dass mit dem Tod eines Menschen dieser quasi eine herrenlose Sache werde, über die der Staat dann verfügen kann, wenn keine andere Verfügung vorliegt. Als Christ definiere ich den Menschen zwar als Geist in Körper und damit den Tod als essentielle und dauerhafte Scheidung beider. Jedoch behandeln wir den entseelten Körper danach nicht als leeres Gefäß ohne Wert. Vielmehr behandeln wir ihn mit Respekt, weil in diesem Körper die menschliche Existenz nachwirkt. Diese Nachwirkung ist es, die unseren fortdauernden Respekt vor der Würde des verblichenen Menschen begründet. Ja, wir stellen auch heute noch die Schändung von Leichen unter Strafe, weil wir dem toten Körper Rechte zusprechen. Deswegen darf ohne vorgängige Einwilligung der tote Körper nicht Mittel zum Zweck sein, auch dann nicht, wenn dadurch andere Leben gerettet werden könnten. Die Widerspruchslösung unterstellt zweitens, es gebe so etwas wie das Obereigentum des Staates am menschlichen Körper. Widerspricht niemand,
ist der Körper zur Nutzung freigegeben. Ich finde, das läuft gegen alle abendländischen Traditionen, in denen das Eigentumsrecht des Menschen an seinem Körper als grundlegendes Menschenrecht sich entwickelt hat und übrigens auch als Voraussetzung, Eigentum als Recht begründen zu können. Der Staat ist nicht Obereigentümer menschlicher Körper. Das wäre die abgewandelte Idee oder Rechtsfigur, in der Gott früher einmal als Obereigentümer der Schöpfung angesehen wurde, weil er diese ins Dasein gerufen hat und alles Eigentum nur abgeleitet ist. Der Staat ist aber nicht Gott. Er ist eine Institution, die in Verantwortung vor Gott und den Menschen handelt, also in Demut vor der Schöpfung und in Anerkenntnis von fundamentalen Menschenrechten. Ich befürworte eine, wie ich es ausdrücken würde, assistierte Entscheidungslösung. Dazu gehören aus meiner Sicht zwei Elemente, Beratung und Entscheidung. Ich bin sehr dafür, dass wir bei Hausärzten eine solche Beratung abrechnungsfähig machen. Der Hausarzt sollte über die medizinischen Aspekte beraten. Ich bin zweitens dafür, dann eine Entscheidung abzufordern, wenn der Einzelne mit dem Staat in Berührung kommt. Da sind ja eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht worden. Aber damit muss ausdrücklich gelten, wer sich nicht entscheidet, hat keine Zustimmung gegeben. Eine letzte Überlegung. Könnte es nicht klug sein, die Solidargemeinschaft der möglichen Spender anders zu stellen als die Solidargemeinschaft aller Versicherten? Wenn alle anderen medizinischen Kriterien bei der Beurteilung von Empfängern gleich sind, alle Perspektiven einer nachhaltigen Lebensführung ebenfalls, sollte dann nicht die Bereitschaft, selbst Spender zu sein, ein zusätzliches Kriterium sein können? Sollten wir auf diese Art nicht deutlich machen, dass die Bereitschaft zu einer Organspende Leben retten kann, auch das eigene? Umgekehrt formuliert, könnte man damit nicht auch die Botschaft senden, dass Solidarität zu erwarten, ohne sie zu geben, dem Solidaritätsgedanken fremd ist? Ich gestehe, ich habe hier noch keine abschließende Lösung, finde aber, dass wir darüber auch diskutieren können. Als letzter Redner dieser Debatte, meine Damen und Herren, bin ich Jens Spahn dankbar, dass er diese Debatte losgetreten hat. Es hat dem Deutschen Bundestag die Gelegenheit gegeben, zu zeigen, was in ihm steckt. Und das war heute in der Tiefe und der Ernsthaftigkeit der Debatte eine ganze Menge. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Dr. Zimmer. Matthias Zimmer war in der Tat der letzte Redner in dieser Debatte. Manche Kolleginnen oder sogar zahlreiche Kolleginnen und Kollegen haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Reden ihrerseits zu Protokoll zu geben. Und damit schließe ich eine wirklich bemerkenswerte, intensive Debatte, Orientierungsdebatte, die uns die weitere Diskussion eröffnet. Und dem ist nicht viel hinzuzufügen zu dem, was Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth gerade gesagt hat. Sehr ruhig, sehr sachlich, teilweise eindringlich ist das hier mehr als 2,5 Stunden, ja fast 3 Stunden lang zugegangen im Bundestag zu eben diesem Thema Organspende, wo es unter anderem ja auch um die Frage ging, ob